Ja, dann sei gegrüßt. Du bist heute mein erster Talkcast. Ich habe heute sogar mehrere Talks organisiert. Wir haben ungefähr 2 Stunden Zeit. Ja, und wir wollten über das, was wir auf Twitch machen, und über Wokeness reden. Also, jetzt sag erstmal, wie bist du überhaupt zu Twitch gekommen? Ich habe sehr lange Twitch gesehen und mein Verlobter ist dann irgendwann gekommen und meinte dann so, hey, ich glaube, Twitch wäre so genau das, was du machen könntest, weil ich halt mit auf YouTube angefangen habe, Videos zu machen. Und er meinte so, ja, Twitch wäre halt was und hat mir das dann so gezeigt und vorgestellt. Und dann dachte ich mir, hey, cool. Und ja, dann habe ich mit Gaming angefangen und jetzt mache ich Reaction-Content. Und dann hat sich das so ergeben mit der Woke Bubble. Wie ist die auf dich aufmerksam geworden? Hast du mitbekommen mit diesem Dekadent-Stream, also mit Ach, diesem. das war das erste Mal. Ich hatte nämlich dann in deinen Kanal reingeschaut und da hatte ich gesehen, dass du schon länger auf die reagiert hattest, aber da bist du denen irgendwie nicht aufgefallen. Nee, also erst lustigerweise, das war ein Talk von Imp und Naitan und auf einmal kam Dekadent rein, ich habe seine Nachricht auch gar nicht gelesen, also der hat da reingeschrieben und ich habe die Nachricht erst gar nicht gelesen, bis mir dann Leute gesagt haben, ey, da hat er reingeschrieben. Ich dachte mir so, okay, so was juckt's mich jetzt per se? Was interessiert's mich? Was, ne? Also ich habe ja mit dem nichts an der Kappe. Und ja, dann auf einmal kam Naitan auch noch mit rein. Den kannte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also ich wusste dann, okay, das ist der Dude da in dem Video, das wir gerade gucken. Aber ich kannte den nicht. Also ich wusste nicht, was das für ein Dude ist. Und dann ja, hat er mir auch ein Gespräch angeboten, also Naitan. Und ich habe das dann abgelehnt, weil ich mir so dachte, okay, ich habe nichts mit dir zu reden, weil, wie gesagt, ich kannte ihn halt nicht. Und dann, ja, hat Dekadent dann kurz drauf seinen Stream angemacht und hat dann sehr nett über mich geredet. Und das hat dann so angefangen. Ja, das hat dann ja halt Twitch mitbekommen. Da hat er ja sogar KuchenTV ein Video drüber gemacht. Und ich weiß gar nicht, du warst dann bei Imp im Talk und dann, dann ist das quasi überall rumgegangen. Und dann ist noch dieser Seth Van Doom auf dich losgegangen. Also ja, ich glaube, war gut, dass das so groß rumgegangen ist, denn dadurch haben die ja relativ schnell wieder aufgehört. Ja, auch. Also es haben sich auch viele, viele, viele Streamer für mich ausgesprochen, das muss ich auch sagen. Also Imp war einer der ersten. Ich habe auch mit dem privat so geredet. Und ja, KuchenTVs Video kam dann so relativ noch zum Schluss. Wobei ich sagen muss, Seth Van Doom hat den Vogel eigentlich richtig abgeschossen mit seinen ganzen Drohungen, die er mir da geschickt hat, also oder gesagt hat, mit er möchte mir oder er möchte Leute schicken, die mir die Klippen zeigen. Und wollen, dass ich mal am Gras rieche und ne, so unterschwellige Sachen die ganze Zeit mich beleidigt hat und so weiter und so fort. Und ja, ich habe neulich auf Twitter gesehen, dass er damit eigentlich schon direkt wieder weitermacht, dass er halt wieder irgendwelche, ich kenne diese Menschen nicht, die er da beleidigt, aber anscheinend 4 Tage danach hat er wieder angefangen, Menschen einfach zu beleidigen und fertig zu machen. Also hat wohl nicht viel gebracht, dass er sich dann auch dafür irgendwo zu geäußert hat oder so. Also. Ja, was heißt, hat nicht viel gebracht. Also zumindest Dekadent hat aufgehört, dass es so einen kleinen radikalen Teil in der Bubble gibt. Das ist ja klar. Also das ist ja bei allen extremistischen Gruppierungen so. Aber die großen Streamer, die haben sich leicht gemäßigt. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Das stimmt, ja. Dekadent hat sich sogar bei mir entschuldigt in einem Stream mit, also ich weiß nicht, ob du About a Fruit kennst, ich glaube schon. Und der war da mit ihm im Stream und der hat sich dann tatsächlich auch bei mir entschuldigt im Stream und hat dann gesagt, jo, sorry. Naitan hat sich halt komplett rausgezogen, hat gemeint, er hätte gar nichts gemacht, was halt falsch war. Kennt man ja so, ne? Und bei Seth Van Doom, wie gesagt, der hat so ein Statement gemacht, aber sich halt auch nicht richtig entschuldigt, sondern einfach nur gesagt, yo, ich habe mich im Ton so ein bisschen vergriffen und mehr war es eigentlich auch nicht. Also. Was hat Neidan denn gemacht? Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Der hat gesagt, wenn ich solche Aussagen bringe, die ich bringen würde, dann bin ich ein Arschloch und transfeindlich und solche Sachen. Also er hat da mit About a Fruit ein Gespräch gehabt. Und hat da solche Sachen dann rausgehauen und hat da ganz ordentlich mitgemacht und ist dann teilweise auch richtig, ja, du kennst ja Neiter, wie er manchmal dann so wird, so laut und so. Und dann, ne, das hast du bei Fruity in dem Gespräch halt auch so schön gesehen. Und ja, das war dann so das. Und dann, als das dann vorbei war, hat er gesagt, ey, ich habe gar nichts gemacht, ich habe, ne, überhaupt nichts, so
gar nichts damit zu tun. Ja, aber laut Nathan ist ja jeder transfeindlich. Also ich habe beispielsweise nur gesagt, wir sollten vorsichtig sein, ob wir Leute als transfeindlich bezeichnen oder nicht. Und dann war ich transfeindlich. Also das geht bei dem tatsächlich relativ schnell. Ja, das Witzige ist, ich hatte vorher nie Berührungspunkte mit dieser Bubble. Also ich mache das jetzt seit knapp einem Jahr. Und also ab dem Moment, wo das losgegangen ist, ein halbes Jahr. Und ich habe dann angefangen, mich erstmal so reinzufinden. Wer sind diese Leute denn überhaupt? Und auf einmal sind die alle da und auf einmal so aggressiv. Und ich kannte das vorher nicht. So heute würde ich da sitzen und würde sagen, ja, ich gucke ja auch zum Beispiel von dir viele Talks ab und an, so auch privat. Und ich sehe, wie diese Leute reagieren. Und ich, also wirklich, das hat mich wirklich, wenn du damit noch nie Berührungspunkte hattest, hat es mich wirklich so richtig rausgehauen, weil ich mir so dachte, wie kann man denn so, ja, so extrem sein? Ich kannte das halt einfach gar nicht. Also war ganz schlimm. Ja, das ist tatsächlich auch in der, also im politischen Twitch und YouTube eher unnormal. Ich meine, ich hatte ja auch schon viele politische Gruppierungen bei mir zu Gast, Libertäre, Kommunisten, also alle möglichen Leute, auch Leute mit extremen Positionen. Aber niemand ist so aggressiv und ja, zeigt so eine offene Feindschaft zu einem wie diese Wok-Bubble. Das ist wirklich Ja. einzigartig. Ja, ich habe auch dein Gespräch mit, da warst du ja auch kurz da, mit Baba Bartonek gesehen. Also Props dafür wollte ich dich noch ganz doll loben. Ich fand das richtig, richtig cool, wie du ihn dann so direkt abgeschmettert hast und gesagt, ich lasse mich auf die Scheiße gar nicht ein, weil ich weiß, was der macht. So, ich habe das schon verstanden mittlerweile. Und du so direkt, nö, ich lasse mich auf den Scheiß gar nicht ein, ich mach das gar nicht. Und ich fand das so cool. Ich fand das so stark, dass du direkt gesagt hast, ey, mach deine Woke-Scheiße woanders, ne? Und lass mich einfach damit in Ruhe. So ein normales Gespräch, aber nicht auf der Ebene. Und das fand ich klasse. Ja, das stimmt. Er hatte ja so einen Plan, mir irgendwelche Aussagen von Sellner oder von Schattenmacher zu zeigen, also von so zwei rechten Influencern. Und dann Ja. wollte er, dass ich da rational drauf reagiere und dann sage, ich sehe das so und so. Und wenn ich das gesagt hätte, dann hätte er daraus gemacht, du verteidigst Rechtsextremen. Also das war mehr Ja. oder weniger seine Taktik. Ja. Und dass du direkt so, ey, lass es. Und ich fand das so beeindruckend, weil du das sofort erkannt und durchschaut hast. Und wie gesagt, für mich ist das halt alles immer noch so ein bisschen, ich versuche noch einzuschätzen, wie weit gehen diese Leute. Ich habe ja zum Beispiel von Young Feldsalat gesehen, dass der sich da so ein bisschen abgrenzt, dass der sagt, ey, ich mache jetzt mein Ding. Ich mache immer noch Aufklärung, aber ich mache es auf meine Art und Weise. Und dann bist du halt schon wieder so ein verschriener Böser, der irgendwie ja zur rechten Seite tendiert und was weiß ich, und bist ja kein richtiger Linker mehr, wobei ich die nicht als links bezeichnen würde, aber das ist wieder egal. Und also weiß ich nicht. Und dann habe ich wirklich da gesessen und gesagt, ey, Props, es geht doch. So, das ist die Art und Weise. Man muss nicht beleidigen, man kann ja nochmal reden. Und Jetzt also. mal, ja, kurzer Einschub. Wo würdest du dich politisch sehen? Ich meine, du meintest ja, du hast mit so aggressiven Bubbles eher nichts zu tun gehabt. Also du hast dich vorher wahrscheinlich nicht groß mit Politik beschäftigt, oder? Nee, gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Mein Interesse ist tatsächlich erst so mit Twitch gekommen. Ich würde mich politisch, glaube ich, also manche Leute sagen, es gibt keine Mitte. Ich würde mich eher mittig einsortieren. Aber wenn ich mich, also wenn du sagst, Mitte existiert nicht, weil manche Leute sagen das irgendwie, würde ich eher zu links tendieren. Aber ich bin generell der Meinung, dass du mit Menschen, egal in welcher Seite, dass du mit denen reden kannst. Also auch wenn das Rechte oder Linke sind, das ist eigentlich egal, du kannst mit beiden reden, weil, also ich finde beide Extremen dieser Seiten, egal ob das jetzt links- oder rechtsextrem ist, ist halt zu viel. Und ja, bei beidem kommen irgendwie Leute zu Schaden. Also egal wie. So egal, ob du nur, sag ich mal, nur beleidigst oder ob du hingehst und wirst dann wirklich gewalttätig, wo es ja auch schon Fälle von beiden Seiten gab, wo Menschen ja wirklich angegangen worden sind. Und also wenn es danach geht, würde ich mich eher mittig positionieren. Ich rede mit allen Leuten, aber halt auf dem Level, dass wir sagen, okay, keine Beleidigung, es wird niemand fertig gemacht, wir reden einfach normal und sachlich miteinander. Und wir hören uns gegenseitig zu. Und fressen uns nicht auf. So, ne? Ja, das sind da zwei unterschiedliche Dinge, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du lehnst die Extreme ab und gleichzeitig du redest mit den anderen, wenn sie zu einem freien Diskurs bereit sind. Aber es gibt ja auch viele Leute, die extreme Positionen haben und trotzdem zu einem Diskurs bereit sind. Mit dem würdest du also auch reden. Ja, also mit jedem eigentlich, so weil, also nicht jetzt mit der Intention, so ich bekehre die irgendwie oder so, keine Ahnung, ich glaube, die Macht habe ich nicht, das würde ich Leuten wie dir überlassen, die sich da wirklich auskennen. Aber ja, doch, also warum nicht so? Ich möchte halt, ich bin so jemand, der Menschen halt verstehen möchte und ich möchte halt verstehen, warum ein Mensch diese Richtung gewählt hat und warum ein Mensch so reagiert und so redet und so ist, wie er ist. Weil da gibt es immer eine Geschichte dahinter.
Und das ist das. Und deswegen lehne ich nicht grundsätzlich Menschen ab, sondern ich sage, ey, ich höre mir an, was du zu sagen hast. Aber wenn das jetzt nur aus Beleidigung, Diffamierung oder Fronten besteht, wie zum Beispiel Shuyoka, Dara, Naitan, Dickaltend, wie sie nicht alle heißen, dann habe ich halt keine Intention, mit denen zu reden. So, weil das bringt dann im Endeffekt auch nichts. Das kostet nur Nerven für beide. Ja, also ich würde da tatsächlich noch ein anderes Argument machen, wenn Leute eine andere politische Meinung als du hast und du zeigen willst, wo sie vielleicht Denkfehler haben, dann musst du ja mit ihnen reden, beziehungsweise in den Diskurs treten oder irgendwie dich in ihre Gedankengänge reindenken. Ansonsten geht es ja gar nicht. Ansonsten hauen ja am Ende nur alle gegenseitig aufeinander ein und das kann ja letztlich auch nicht das Ziel sein. Das stimmt, ja. Ich finde es nur sehr schwierig. Also, wie gesagt, da bin ich aber wieder. Ich überlasse es Leuten wie dir, die das können, weil ich finde, wie gesagt, du machst das echt klasse. Weil du dich auch da souveräner ausdrückst als ich. Und ich glaube, ich würde im Gespräch mit, wie gesagt, gerade mit der Woke-Bubble zum Beispiel, ich glaube, ich würde da komplett ausflippen, weil die mich irgendwann so aggressiv machen würden, weil schon allein diese Diskussion, so, es gibt mehr als zwei biologische Geschlechter, die ist halt rein logisch gesehen, das ist Quatsch, das ist einfach Quatsch. Und wenn du dann dir anhören darfst, du bist, weil du das behauptest, transfeindlich. Und ich komme aus dem medizinischen Bereich, also ich habe jahrelang in der Medizin gearbeitet. Und du versuchst diesen Leuten ganz normal sachlich zu erklären, Leute, das funktioniert nicht. Na, also Geschlecht ist etwas zur Fortpflanzung und es gibt nur männlich und weiblich zur Fortpflanzung, sonst funktioniert Fortpflanzung logisch nicht. Und die sagen dann, nee, nee, es gibt doch Geschlecht XYZ und du sagst denen dann, okay, dann zeig mir diese anderen Geschlechter. Dann zeig mir, wie die aufgebaut sind, anatomisch, physiologisch, wie sieht das aus? Und die dann sagen, ne, dann, ja. Ja, dann kommen sie entweder mit Intersex-Personen oder mit diesem non-binären Konstrukt, also dieser Gefühlsebene. Ja, was ja auch das eine soziale ist und das andere inter ist kein drittes Geschlecht, sondern einfach nur eine Anomalie in der Medizin, was Geschlecht, da drücke ich mich jetzt nett aus, was halt nicht dem ursprünglichen Geschlecht anzupassen ist, sondern da gibt es irgendwelche Anomalien innerhalb des Geschlechts, warum das dann nicht direkt konkret einem Geschlecht zugeordnet werden kann. Aber selbst von dem, was ich gehört habe, ist es so, dass selbst da es Dinge gibt, die man einem Geschlecht zuordnen kann. Also das ist kein drittes Geschlecht. Ja, und Also. non-binäre Personen. Ich meine, diese Trennung zwischen sozialem Geschlecht und biologischem Geschlecht, die haben die ja ursprünglich hochgezogen und jetzt reißen sie die irgendwie wieder ein. Und wenn man auf dieser Trennung, die sie vor ein paar Jahren selber noch propagiert haben, beharrt, dann ist man jetzt plötzlich transfeindlich. Ja, genau. Und das ist ein Riesenproblem, weil das schafft ganz, ganz viel Missverständnis in diesem Diskurs, finde ich. Ja, definitiv. Also ich bin ja in diesem Thema absolut nicht drin gewesen und mich hat das auch ehrlich gesagt verwundert. Also zuerst ist mir das bei dem YouTuber Sinans Woche aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Der wurde ja auch angegangen, weil er halt gesagt hat, es gäbe nur zwei biologische Geschlechter und mit welchem religiösen Eifer da so diese Dekadent-Bubble plötzlich auf den losgegangen ist. Das hat mich völlig überrascht, wie man mal so einem Thema eigentlich so ausrasten kann. Ja, das ist es halt. Und also du kennst dich da bestimmt mehr aus, aber mich erinnert das persönlich, wenn ich das so sagen darf, schon ein bisschen an eine Sektenstruktur, wenn ich ehrlich bin. Also, wie gesagt, ich mach das jetzt noch nicht mal ein Jahr. Also es wird jetzt im Juni wird das ein Jahr. Und als die dann so, ich muss auch sagen, ich war mit der Situation auch komplett überfordert, als sie dann alle so auf mich drauf sind, wegen dieser Aussage, die ja an sich nicht schlimm ist, sondern ein Fakt. Also ich bin richtig, und das bin ich heute noch so ein bisschen erschrocken, ja, wie sektenhaft diese Menschen agieren, wie die sich zu Gruppen zusammenschließen und wirklich so eine, wie so eine Propaganda, das versuchen aufrechtzuerhalten und das zu verteidigen und das wie die Realität darzustellen. Und ich, also wie gesagt, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus, wie die denken, also weil ich verstehe das halt nicht. Weil die halt selber irgendwie so da drin gefangen sind und die kommen da auch nicht raus. Also das ist krass. Ja, das erinnert also irgendwie an Religionsstreits aus dem Mittelalter, wo man sich Ja. über das Wesen Gottes gestritten hat. Also Fragen, die uns heute völlig idiotisch vorkommen, dass man sich dafür früher den Schädel eingeschlagen hat. Und Ja. auf solche ähnlichen Fragen kommen wir heute wieder zurück. Jetzt, heute gibt es dann halt keinen Gott mehr, sondern da streitet man sich darüber, wie viele Geschlechter es gibt. Genau das. Und es macht halt logisch keinen Sinn, weil, also, selbst wenn man sagt, okay, diese Debatte, ne, die lassen wir weg. Also auch dieser Wert, den dem Geschlecht zugeordnet wird, und da komme ich jetzt so ein bisschen zu Shuyoka. Ich finde es sehr, sehr krass, dass zum Beispiel sie komplett da sitzt und auch teilweise schreibt, ey,
die bösen, bösen Männer. Also ich habe da neulich wieder irgendeinen komischen Tweet von ihr gelesen, dass da ein Interview scheinbar war und die Frau sagt fast gar nichts und der Mann sagt halt die ganze Zeit was, obwohl sie ja Partner sind. Und ich finde es so krass, was für eine Gewichtung, und das fällt mir, wie gesagt, gerade bei Shuyoka auf, was für eine Gewichtung Geschlecht hat bei ihr. Also wie krass das wiegt, was für mich persönlich zum Beispiel komplett irrelevant ist. Also mir egal, was du in der Hose hast, es ist, glaube ich, egal, was ich in der Hose habe. Wir reden ganz normal miteinander, weil wir beide Menschen sind. Wir sprechen die gleiche Sprache. Ich nehme an, wir wollen beide nicht uns streiten irgendwie. Und das reicht doch eigentlich. Da spielt doch Geschlecht keine Rolle. Und das verstehe ich bei denen nicht. Ja, es werden identitäre Eigenschaften politisiert. Okay, bei Geschlecht, das ist jetzt noch das Einfachste, aber als nächstes kommen dann solche Eigenschaften wie Hautfarbe, dann ja, welche Sprache sprechen wir, haben wir einen ausländischen Vor- oder Nachnamen und zu welcher Minderheit gehören wir dann noch? Dann kommen noch solche Konstrukte wie non-binär, also immer wieder noch immer kleinere Identitäten, die immer neu politisiert werden und das spaltet meiner Meinung nach auch stark die Gesellschaft. Ja, das ist sehr schwierig, wobei, wie gesagt, ich bin auch eine Person, die sagt, ey, ich verstehe auch Rassismus nicht, weil es mir, ehrlich gesagt, also mir persönlich ist das kackegal, was mein Gegenüber für eine Hautfarbe hat. Es ist mir egal, was ich für eine Hautfarbe habe. So, es ist mir egal, wie gesagt, männlich, weiblich, das juckt mich alles nicht. So, bist du ein cooler Mensch, dann bist du ein cooler Mensch. Und dann verstehen wir uns. Und wenn du es nicht bist, dann verstehen wir uns nicht und dann gehen wir getrennte Wege und dann jeder macht sein Ding und gut ist. Aber die sind so, also so auf diesen Bekehrungskurs. Zum Beispiel war ich neulich bei, ich weiß nicht, ob du Push Up Karina kennst. Da waren die auch alle drin. Da habe ich sämtliche Woki-Namen gelesen. Und wo ich mir dann auch so dachte, Digga, also die sammeln sich da wie die Fliegen und die ganze Zeit, also auch Shuyoka war da. Dara war da, war glaube ich noch ein Hakon, hieß der, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht alle mit Namen. Und da haben die sich bei Carina versammelt wie die Fliegen. Und das war so richtig, weil sie ja einmal diesen Talk mit Bartonek hatte und ihm da ja bei vielen Dingen auch zugestimmt hat. Und der geht ja scheinbar jetzt auch in so eine Woke-Richtung. Also ich finde den unglaublich schwer irgendwie einzuschätzen in manchen Belängen. Ja, und da sind die dann auch so rumgeturnt und haben dann die ganze Zeit da versucht, irgendwie, ja, ihre, sage ich das jetzt, Tendenzen da irgendwie zu versprühen. Also das ist ganz schlimm, wirklich wie eine Sekte, so wie als würden die sagen, komm zu uns, wir sind gut. Ganz, ganz crazy irgendwie. Ja, so eine starke Moralisierung, wobei Moralisierung so allgegenwärtig ist. Ich hatte ja gerade noch das Ende von deiner Reaktion da gesehen und noch so am Rande mitbekommen, dass es da um diesen Annie the Duck Streit ging. Und das fand ich ehrlich gesagt super lächerlich. Also da haben sich offensichtlich zwei Personen in einer Beziehung nicht verstanden, sich dann getrennt. Und da meinte eine, hielt es für eine gute Idee, dann öffentlich nachzutreten und das dann in der Öffentlichkeit auszutragen. Und ich finde, sowas gehört nicht an die Öffentlichkeit. Also es ist völlig egal. Also du weißt letztlich nie, was für Charakter Personen haben, die in der Öffentlichkeit stehen. Und diese boulevardeske, ja, dieses boulevardeske Interesse daran, ob Annie the Duck jetzt einen guten oder einen schlechten Charakter hat, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen albern beispielsweise. Ja, das Problem ist halt auch, dass es ja nicht nur um Reef ging, sondern dass es halt sehr weitreichend war, dass halt sehr viele Leute unabhängig voneinander sehr gleiche Sachen gesagt haben. Und das Problem ist halt, dass, und da gebe ich dir recht, also ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, was das für eine Aufmerksamkeit bekommen hat, was das auf einmal, also ich weiß nicht, ob du neulich, als das Annie-Statement kam, als du das gesehen hast, wie Twitch aussah, da alle drauf reacted. Also wirklich, da gab es unglaublich viele Tweets auf Twitter, wo unglaublich viele Leute meinten, sie müssen jetzt darauf reacten, weil die alle die Ersten sein wollten, die Klicks abfahren. Das finde ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Oder diese Wertung zu sagen, Annie ist eine Narzisstin, sie ist eine Tierquälerin oder was da alles so kam. Also da gebe ich dir recht. Ich finde, solche Sachen muss man nicht unbedingt in die Öffentlichkeit ziehen. Ich persönlich bin halt so, dass ich das bewerte, was ich sehe. Also ich habe dann halt gerade in der Reaction halt auch gesagt, so das mit den Katzen, also den Katzen zum Beispiel ein Stöckchen in den Mund schieben, das ist nicht artgerecht für Katzen, das ist nicht schön für Katzen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand toll findet, wenn man ihnen einfach einen Stock in den Mund schiebt. Ja, das, was da mit Reef passiert ist, ich kann das halt schwer bewerten. Ich für mich habe zum Beispiel die Thematik so genutzt, da ja auch der
Der Vorwurf des psychischen Missbrauchs im Raum stand, habe ich für mich gesagt, ich kann nicht sagen, was da passiert ist, das will ich auch gar nicht bewerten. Aber ich kann sagen, für mich, dass das Thema, da habe ich selber leider sehr viele Erfahrungen drin machen müssen, dass das Thema psychischer Missbrauch etwas ist, das jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und ich möchte darüber reden. So, und ich möchte darüber aufklären. Und was zum Beispiel Anzeichen für psychischen Missbrauch sind, wie das Ganze anfängt, wie sich das entwickelt und was das für Betroffene zur Folge haben kann. Das war so das, was ich aus der Thematik rausgezogen habe. Weil, wie du sagst, und da stimme ich dir auch zu, die hatten eine Beziehung, also Reef hatte eine Beziehung mit Annie, die anderen Leute hatten ja irgendwie auch eine Arbeitsbeziehung mit ihr. Wir waren alle nicht dabei, wir können das alle nur sehr oberflächlich bewerten und nicht im Kern. Und ich fühle mich damit nicht wohl, Leute irgendwie zu bewerten oder irgendwie zu in eine Schublade zu stecken oder generell die irgendwie zu kritisieren, wenn ich keine Informationen darüber habe. Also, weißt du, wie ich meine? So. Ja, kritisiere die öffentlichen Personen für das, was sie öffentlich machen. Denn ich habe Genau. das ja schon bei den Fällen mitbekommen, wo das strafrechtlich relevant war, wie Luke, also strafrechtlich relevant gewesen wäre, wie Luke Mockridge oder Till Lindemann, wenn was an den Genau. Vorwürfen dran gewesen wäre. Hinterher hat sich herausgestellt, es war nichts an den Vorwürfen dran. Und bei einer Tatsache, die jetzt nicht mal vor Gericht geklärt werden kann, weil so unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegt, finde ich es sehr, sehr schwierig, das in der Öffentlichkeit austragen zu wollen. Genau, das ist halt der Punkt. Und wie gesagt, man hat ja gesehen, was es für Wellen schlägt. Also wirklich ganz, also muss mal gucken, irgendwo, irgendwie jemand hat safe noch irgendwo einen Tweet. Also da haben ganz viele Leute das getweetet, war, wo ganz viele Leute wirklich einfach nur einfach wegen dieser Sensationsgeilheit da drauf gesprungen sind. Und dieses Thema, was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, weil also psychische Gewalt ist halt auch häusliche Gewalt, ganz, ganz oft. Und das macht unglaublich viel mit Menschen. Und statt dass man das Thema ernst nimmt und sagt, okay, passt auf, wir waren halt nicht dabei, wir können das nicht beurteilen, sitzt man da und macht dann so eine Hasstirade gegen Annie oder ja, versucht sie irgendwie zu canceln, was ich persönlich generell sowieso scheiße finde, wenn man Menschen cancelt. Aufgrund dessen einer Sache, wo wir gar nicht wissen, wie und ob und wie die vonstatten ging. Gleiches sehen wir jetzt gerade bei Montana Black mit seiner Freundin. So, du kannst drüber streiten, ob das moralisch jetzt verwerflich ist oder nicht. Aber ich habe jetzt von drei verschiedenen Quellen gehört, sie ist 17, sie ist 18, sie ist 19. Welche stimmt jetzt? Weil ich weiß nicht, wie alt die junge Dame ist. So. Und Dachte da kann 19. man. Also ich interessiere mich eigentlich auch nicht für solche Sachen, aber dadurch, dass Nathan jetzt da so einen Skandal aufgemacht hat, war das halt in allen Twitch-Streams, die man so nebenbei mitbekommt. Deswegen, ja, kriegt man von solchen Sachen, wie gesagt, In the Dark, das hatte ich, den Inhalt davon habe ich gerade nur bei dir im Stream gesehen. Vorher hatte ich bei Polytopia gehört, da gibt es wohl einen Streit, okay, interessiert mich nicht. Das mache ich einen Stream aus, will ich jetzt gar nichts drüber wissen. Und dann eben bei dir höre ich da wieder was und da denke ich, oh Gott, müssen wir sowas öffentlich verhandeln? Kann man nicht leben und leben lassen? Kann man nicht tolerant sein und einfach zu bestimmten Sachen einfach mal nichts sagen? Social Media geht das wohl schwer, das habe ich ja auch die Erfahrung machen müssen. Ja, wie gesagt, also wie gesagt, ja, diese 100 Informationen und das Problem ist halt, du hast halt nichts Festes, aber es werden dann halt Informationen gestreut und es wird dann halt gesagt, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, über Moral kann man diskutieren. Nur ja, auch mit dieser Montana Black-Thematik. Ich habe das lustigerweise wie du halt erst mitbekommen, als Nathan dann gesagt hat, was er gesagt hat. Ich werde das nicht wieder reproduzieren, aber na, also weißt ja, was ich meine. Ich muss sagen, ich fand das auch ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so ein bisschen schadenfroher Mensch, weil ich mir so dachte, die ganze Zeit, und das mag ich ja Nathan halt überhaupt nicht, die ganze Zeit redet er über andere Menschen unglaublich abfällig, unglaublich eklig teilweise auch. Und jetzt hat er einmal den richtigen erwischt. Ich habe auch von einer Quelle gehört, dass die mit Montana Black in Kontakt steht, dass er dann auch rechtlich gegen Nathan vorgehen will, was ich gestehen muss, was ich ihm absolut gönne, weil ich finde, das ist eine Art und Weise, mit Menschen zu reden, eine herabwürdigende, ekelhafte Art und Weise, über und mit Menschen zu reden. Und ich habe ganz viele Talks schon von Nathan gesehen, wie er mit Menschen redet, die absolut gar nicht geht. Und ich hoffe, dass ihm das jetzt mal so einen Denkzettel gibt, dass er sich zumindest mal ja, irgendwie normal ausdrückt, ein bisschen sachlicher, ein bisschen, ja, wie ein normaler Mensch halt. Und nicht so, Ja. wie er es macht. Ja, also Nathan, mit dem hatte ich ja auch einen Talk. Wie gesagt, mich hat er nur als transfeindlich und Rechtspopulist bezeichnet. Das geht ja eigentlich noch, wenn man das jetzt mit dem
Vergleicht, was er mit Monte gemacht hat. Aber danach ist er richtig durchgedreht, also als er die Rezeption unseres Talks gesehen hatte. Also da hat er dann mich als braunen Wurm bezeichnet und gesagt, ich wolle Hitler an die Macht bringen. Digga, hat er nicht gesagt. Doch. Ich bezweifle wirklich, also erstmal abgesehen davon, dass ich nicht das Geld habe, dass das irgendwas bringen würde, da juristisch gegen vorzugehen. Denn es geht bei Gerichten tatsächlich sehr vieles unter Meinungsfreiheit durch, was früher wahrscheinlich unter Verleumdung oder Beleidigung gelaufen wäre. Ja, also das, wow, das ist schon starker Tobak. Also ich kenne mich gerichtlich nicht aus, aber würde das nicht auch unter Volksverhetzung fallen? Weil das ist Ich schon bin sehr keine heftig. Volksgruppe. Also. Ich bin keine Volksgruppe. Ah. Also das kannst du gegen mich, glaube ich, nicht das Volk verhetzen. Ich bin kein Jurist, das muss ich dazu sagen. Aber bevor man sich damit Mühe macht, deine Anzeige macht oder gar zum Anwalt geht, sollte man sich überlegen, ob man sowas macht. Und ja, wenn man nicht das Geld hat, dann sollte man lieber nicht unnötige Risiken eingehen. Deswegen. Ja, verstehe ich. Nee, aber ich fand, ja, wow, das ist schon, aber das, du weißt, was ich meine, ne? Das ist das, was ich damit meinte. Und gut, Monte hat ja das Geld und ich glaube, das, was er über und zu Monte gesagt hat, war ja schon eine Beleidigung, würde ich es auf jeden Fall mal einsortieren. Ja, und also auf jeden Fall grenzüberschreitend. Also, das finde ich echt schlimm. Und ich habe dann auch gesehen, dass er ganz, ganz krass am Rudern war, dass er dann wirklich da gesessen hat und hat dann gesagt: Oh, sorry, es tut mir so leid. Und dann habe ich noch einen Stream-Ausschnitt von ihm gesehen, wo er dann auch gesagt hat, er war mental ja nicht auf der Höhe und na, das war ja ganz schlimm und keine Ahnung was. Und ich, na, also, ich habe das noch nie bei irgendjemandem gesehen. Sondern und nur bei Monte jetzt. Und lustigerweise genau bei dem, also deswegen und kaufe ich ihm seine Entschuldigung, die er da, also Entschuldigung, die er da gebracht hat, kaufe ich ihm nicht ab, weil ich habe das bei niemandem sonst gesehen, nur bei jemandem, der wirklich rechtlich Konsequenzen gegen ihn fahren würde. Und das spricht wieder sehr für Naitans Charakter, finde ich. Ja, das ist in dieser Bubble tatsächlich normal. Also Dara verbreitet ja auch gerne Lügen über andere Personen, aber dann haben ihn einige wie Holger Krallmeier, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Massengeschmack TV und Skurrus Ach doch, ja. gemahnt. Und dann hat er Echt? sich gegenüber denen plötzlich zurückgehalten. Das ist sehr interessant. Echt, die haben den abgemahnt? Echt jetzt? Skurrus hat es versucht. Holger, ob der erfolgreich war, weiß ich nicht. Ich habe das dann nicht mehr so verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, wie er danach in den Streams nicht mehr so gegen die beiden geschossen hat. Ha. Ja, mit Dalton habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Ich erinnere mich noch, Naitan war, Digga, Naitan sage ich, Dara war so einer, der dann da gesessen hat. Und hat gesagt, was hat er, Dara war zum Beispiel derjenige, der gesagt hat, ey, weil ich ja auch teilweise Morddrohungen gekriegt habe damals, als das war, das war ja im Januar, Februar so, und da habe ich teilweise Morddrohungen gekriegt. Und Dara meinte dann so, ja, ich kann mir ja auch einen Account machen und mir selber Morddrohungen schicken und ja, mich selber da irgendwie hinstellen als das größte Opfer und wo ich, also ich weiß nicht, welche komischen, kranken Menschen auf die Idee kommen, das zu machen, aber ich habe mich mit Sicherheit auch hingesetzt in den Stream, habe mir einen Bart angeklebt und habe einen auf Saffron Doom gemacht, weil ich mir selber dann gesagt habe, ey, ich zeig mir die Klippen. Also ich weiß, ich, oh, diese Menschen, was ist mit denen los? Frage ich mich jedes Mal. Die sind so anstrengend und ich verstehe nicht, wie man als Mensch so anstrengend sein kann. Also Dara auch, gerade der ist auch so einer von denen. Ja, du hast halt sicherlich mit dem Charakter zu tun, aber ich würde tatsächlich sagen, das ist politische Strategie. Also das hat, glaube ich, was mit dieser Ideologie zu tun, weil dieses Selbstverständnis hat, wir sind die Guten, wir setzen uns für die Marginalisierten ein und alle, die eben unserer Ideologie widersprechen, die sind halt gegen die Marginalisierten, die wollen sie diskriminieren, die wollen ihre Existenz beenden. Ich meine, das ist ja auch was bei diesem Trans-Thema sofort kommt, dieser Vorwurf. Wenn ihr nicht für Ja. Selbstbestimmungsgesetz seid, dann sprecht ihr Transmenschen ihre Existenz ab, dann wollt ihr sie eigentlich in Lager stecken. Also das hat Dara ja tatsächlich über Marie-Louise Vollbrecht und andere behauptet. Und ja, wir lachen jetzt, aber das ist kein Scherz. Also gegen sowas müsste man eigentlich wirklich juristisch vorgehen, sonst radikalisieren sich diese Leute nur immer weiter und hören nicht auf mit ihren Unterstellungen. Aber ja, wenn du
Und so hoffst du halt, deine Gegner irgendwie diskreditieren zu können. Das Wort transfeind aus dem Mund dieser Borken-Twitch-Bubble bedeutet eben nicht, dass derjenige wirklich transfeindlich ist, sondern es lässt sich mit einem Wort übersetzen: Feind unseres Lagers. Oder das Gleiche gilt für die Worte Antisemit, Fascho, Nazi, Rechtsextremer, Rechtsradikaler, Reichsbürger, Nationalist, Neoliberaler neuerdings. Das haben sie neuerdings als Diffamierungsbegriff entdeckt. Also ist ganz interessant. Neoliberalismus bezeichnet ja eigentlich diese liberale Ideologie, die sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts durchgesetzt hat, ausgehend vom Kolloquium Walter Lippmann, wo sich da in Frankreich, brauche ich jetzt nicht alles aufrollen, wo sich da in den 30er Jahren so Liberale getroffen haben und überlegt haben, wie können wir eine Renaissance des Liberalismus erreichen, und die das dann in Form einiger Thinktanks, vor allem der Mont-Pèlerin Society, gepusht haben und dann in den 80er Jahren schließlich hegemonial wurden. Das ist ja eine ganz spezifische Ideologie. Und dieses Wort Neoliberalismus, das verwenden die jetzt einfach pauschal als Diffamierungsbegriff gegenüber jedem, den sie gerade nicht als rechts oder so diffamieren wollen. Also das ist total witzig. Worte bedeuten überhaupt nichts mehr. Alle diese Worte lassen sich mit einem einzigen Wort übersetzen: Feind. Ja, so die suchen auch, ich weiß auch nicht, also damals, ich nehme mich ja als Beispiel, weil ich bin für mich halt die beste Quelle, die ich nehmen kann. War zum Beispiel auch so, ich war ja damals, ich habe wirklich, mein Peak waren 70 Zuschauer damals. Also was heißt damals im Januar dann? Und ich habe da gesessen und dachte mir so, was wollen die jetzt von mir? Also ich bin so eine, ich hatte 600 Follower, so, ne, auf Twitch. Ich bin so eine kleine Streamerin gewesen, so kein Mensch hat sich für mich gejuckt, ne? Und dann auf einmal kommen die so um die Ecke und die versuchen mich da so, ja, so zu diffamieren und so Transfeind hinzustellen. So. Also wie gesagt, ich war auch komplett damit überfordert, weil ich gar nicht verstanden habe, was ist denn mit denen los? Also was wollen die denn von mir? Und mit der Zeit habe ich jetzt auch gelernt, dass die anscheinend irgendwie einfach nur ein Feindbild suchen. Die suchen einfach nur jemanden, den sie einfach diffamieren und fertig machen können. Warum auch immer, wahrscheinlich um ihre politische Agenda weiterzubringen. Also, wie gesagt, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber ich fand das krass. Also Ja, Wahnsinn. das hier bist gar nicht du. Ich meine, du warst ja eine relativ kleine Streamerin. Aber wenn sie auf dich losgehen und es schaffen, dich einzuschüchtern, oder selbst wenn sie es nicht schaffen, dich einzuschüchtern, und jeder, der sich dann in so einer Art und Weise äußert wie du, zu diesem Trans-Thema beispielsweise, der muss sich dann überlegen, will ich jetzt so einen Shitstorm von Dick Al Dente und so 10 anderen Streamern, die gleiche Richtung gehen, oder will ich den lieber nicht? Also bestrafe einen, erziehe 100. Das ist mehr oder weniger das Prinzip. Ja, weißt du, was witzig ist jetzt, weil du sagst, ich habe mir auch am Anfang, habe ich mir auch überlegt, ich bin dann irgendwann wieder ins Stream gegangen, habe dann gesagt, ey, ich weiß gar nicht, ob ich das Thema überhaupt ansprechen möchte, ob ich überhaupt darüber reden möchte. Und ich habe wirklich da gesessen und dachte mir so, ey, ich will wirklich, ich habe nie irgendein Problem mit irgendwelchen Menschen gehabt, aber ich habe mir wirklich da gesessen, habe mir gedacht, Digga, ich will mit diesem Thema Trans gar nichts mehr zu tun haben, ich will mit dem Thema biologisches Geschlecht, ich will das einfach gar nicht mehr hören, lass mich einfach ganz komplett in Ruhe damit. Und dann irgendwann, ich habe mir viel Gedanken in der Zeit gemacht. Und dann irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mir gesagt habe, ey, wie du sagst, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst dich zurück oder du setzt dich hin und verbreitest diesen blasphemischen Zeug da, was du da jetzt die ganze Zeit sagst, in deren Augen blasphemisch. Weiter und machst einfach dein Ding. Und das ist die beste Art und Weise, wie du das die ganze Zeit machst. Und dafür habe ich mich auch entschieden, weil es ist so erdrückend gewesen. Das war, wie gesagt, das war für mich, war das mental unglaublich belastend. Und es wirklich alle Leute dann so irgendwie drauf und es war so, ja, wie als würden die dich einfach nehmen und runterdrücken. Und das war so überwältigend. Also heute würde mir das auch nicht mehr passieren. Heute würde ich da sitzen und ich wurde ja auch als TERF bezeichnet. Heute belächle ich das so. Ich bin ein rechtes Knäckebrot, wurde mir gesagt. So. Heute, ne, komm, also Das ja auch damals, sogar aber. ein Wider also wobei diese zwei Diffamierungen, wenn man logisch drüber nachdenkt, ja eigentlich ein Widerspruch wären. Also TERFs sind ja transexkludierende radikale Feministen. Und Ja. die sind ja eher links und nicht rechts. Also se selbst wenn man, also du bist ja beides nicht, aber die es in sich nicht mal sind, wenn man genauer drüber nachdenkt. Das ist es halt. Ja gut, es hat meinen Appetit auf Knäckebrot ungemein geweckt, das habe ich gemerkt, aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich ordne mich auch nicht rechts ein. Ich glaube, das kam dann auch davon, weil ich mit Real Talk ist es, so heißt er, mit ihm geredet habe, neulich in irgendeinem Stream mit Nachtschmied dann auch zusammen, weil der ist wohl eher so politisch rechts eingeordnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Meinst du Outlaw? Das sind drei Leute, Real Talk Outlaw, ist das. genau. Ja, stimmt, Outlaw war das.
Und der ist politisch, glaube ich, rechts oder so, keine Ahnung. Eher Mitte. Outlaw ist, glaube ich, eher Mitte. Die anderen zwei, beiden sind rechts. Also ist so ein die heterogener Podcast, ja meistens tatsächlich rechte Gäste, aber manchmal auch Linke. Also ich war auch schon dazu Gast. Ja, ich habe, das war nur so ein Zwischenstream, weil er da mit Bartlett geredet hat, lustigerweise. Der Kreis schließt sich wieder. Und seitdem wurde ich dann, hat mir irgendeiner auf Twitter geschrieben, ich wäre ein rechtes Knäckebrot, ich würde mit Rechten abhängen, was ich ehrlich gesagt gestehen muss, nicht weiß, was daran schlimm sein soll, weil, also wenn ich alle Menschen in meinem Leben nach politischer Orientierung aussortieren müsste, wäre ich ein sehr, sehr, sehr einsamer Mensch. Aber Ja, ja, also. es kommt auch total willkürlich. Also ich war bei Real Talk Istas zu Gast und keiner hat sich groß aufgeregt. Also aus meiner Community oder Erwins Community, also die sind ja größtenteils deckungsgleich, interessiert das keinen. Und dann Ja. ist plötzlich Nathan hier im Talk, denkt sich die abstruseste Scheiße aus, die ich gesagt haben soll. Habe ich so dann nicht gesagt, aber ist jetzt egal, brauche ich auch nicht detailliert drauf eingehen. Und unterstellt mir die abstrusesten Unsinn. Und alle anderen Walkie-Streamer, die dann auf unser Gespräch reagieren, verteidigen Nathans Aussagen und sagen, ja, das ist ein ganz böser Rechter. Hat Nathan uns hier doch belegt. Ja, bei Bartelek war das ja auch so. Der hat ja auch die ganze Zeit versucht, irgendwie zu sagen, du wärst so rechts, du würdest Rechte verteidigen oder du würdest, Höcker heißt da, glaube ich, den irgendwie relativieren oder so irgendwie oder den hochhalten, wo ich mir auch so dachte, das hast, also ich habe mir ja den Talk angehört und ich habe ja genau gehört, was du gesagt hast und das hast du halt einfach schlichtweg nicht, aber das, also was die da reininterpretieren, nur weil du hast ja zum Beispiel auch gesagt, also ich kann das jetzt nicht 100% sinngemäß wiedergeben, aber du hast ja praktisch auch gesagt, ey, ich würde auch mit so einem Menschen reden, was ich persönlich sehr gut finde, weil das schafft Diskurs. Und dadurch, und das hast du ja selber gesagt, und das fand ich auch super, dass du gesagt hast, ey, ich versuche nicht diese Menschen zu erreichen, sondern die Menschen, die dahinter stehen, zu erreichen, weil du denen dann auch einen anderen Weg aufzeigen kannst, weil dieses Ablocken von gewissen Strukturen sorgt ja dafür, dass sich diese Gruppen bilden. Genau das ist ja der Tonus von diesen Gruppen. Und wenn du die dann immer weiter ablehnst, dann werden diese Gruppen größer und größer und größer. Und ich habe die Erfahrung in meinem Chat gemacht, dass, also, dass ich sehr viele Menschen habe, die teilweise auch von Stefan Doom gekommen sind, lustigerweise, die da vorher auch waren, wo ich sage, ey, ich nehme euch alle mit offenen Armen auf, weil es mir scheißegal ist. Keiner von euch hat das gesagt, was er gesagt hat, auch wenn ihr in seinem Chat wart. Sondern er hat das gesagt und er steht für diese Worte gerade. Und wenn ihr gemerkt habt, ey, dieser Typ, der ist ja komplett irgendwie auf einem anderen Planeten, dann ist das umso besser. Und dann gebe ich euch gern die Hand und sage, ey, kommt gerne her und ich habe einen Platz für euch. Das ist der Sinn von Diskurs, meiner Meinung nach. Ja, das ist ja auch bei Rechten so. Also es ist ja nicht so, dass alle in der AfD geschlossen verfassungsfeindlich wären, sondern da mag es einige Leute geben, die solche Positionen haben. Aber da muss man sie persönlich darauf festnageln und diese Position mit ihnen besprechen. Wenn man nämlich ins AfD-Programm schaut beispielsweise, dann sind da keine verfassungsfeindlichen Positionen drin. Das sind Positionen, die von einzelnen Leuten geäußert werden. Und wenn man die dann widerlegen will, dann muss man das anhand dieser einzelnen Beispiele machen. Da kann man da jetzt nicht sagen, alles Nazis, mit denen reden wir nicht. Also dann, Ja. 20, nicht, es bestehen nicht 20 bis 25% der deutschen Bevölkerung, so hoch ist ja mittlerweile die AfD in Umfragen, die bestehen nicht aus Nazis. Das ist einfach ein völlig absurder Gedankengang, meiner Meinung nach. Ja. Und das Witzige ist halt, das habe ich auch aus der Walkbubble gelernt, das musste mir wirklich mein Chat am Anfang wirklich erklären, dass, weil die ja auch immer so irgendwie das darlegen, als wären Menschen, die eher politisch rechts eingestellt sind, als wären das Nazis. Und das musste wirklich, mein Chat hat mir das wirklich erklären müssen damals, weil ich das nicht verstanden habe, weil die auch gesagt haben, ey, nur weil jemand rechts ist, ist er halt nicht direkt ein Nazi, sondern der hat einfach politisch andere Ansichten. Und ich habe mich dann sehr viel darüber auch so ein bisschen eingelesen. Also, wie gesagt, jetzt nicht auf dem Level, wie du das machst. Du bist ja da politisch komplett anders. Du bist ja overlevel, so nicht so wie ich. Aber von dem, was ich halt Übertreib gelesen nicht. habe, ey, ganz ehrlich, ich bewundere das. Ich bewundere das wirklich. Ich meine das ernst. Weil ich bin so, ich sage immer, ich bin so ein Doofi, aber ich versuche das zu lernen. Und ich versuche zu lernen, wie ich auch mit den Menschen umgehen kann. Und deswegen wurde mir dann auch erstmal klar, auch wo ich Politopia noch so ein bisschen geguckt habe. Wie gesagt, bei dir war ich auch ab und an mal im Stream, habe zugeguckt. Und ihr habt mir so ein bisschen auch das Bild aufgemacht, ey, das ist die Art und Weise, wie man mit Menschen umgehen sollte. Und das hat mich eigentlich, ich bin ja sowieso jemand, der immer sagt, ich rede mit allen, aber halt, wie gesagt, die Bedingung ist halt auf einer sachlichen Ebene.
Und das hat für mich eigentlich auch nur so ein bisschen das Tor geöffnet, zu sagen, ja, das in die Richtung, die ich gehe, die finde ich nicht falsch, weil ja, du nimmst Menschen zu dir und das ist eine schöne und eine gute Sache. So, du musst sie nicht radikalisieren oder so, aber du kannst mit ihnen reden und du kannst ihnen zeigen, ey, es gibt auch eine andere Richtung, in die du gehen kannst. Und das fand ich, wie gesagt, deswegen fand ich das bei euch super stark, weil ich, wie gesagt, ich war gar nicht in dem Politikthema drin. Bis zu dem Punkt im Januar, als Naitan und Dekadent in meinem Stream aufgetaucht sind. Das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe da mehr rein. Das ist ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das ist ja eigentlich keine relevante politische Debatte, wie viele Geschlechter gibt es? Also, Ja. wie hoch sollte der Mindestlohn sein? Welche Außenpolitik sollte Deutschland machen? In welchen Bündnissen sollten wir sein? Und beispielsweise, wie viel Zuwanderung sollten wir haben? Oder auch das Selbstbestimmungsgesetz an sich, das sind ja Themen, über die man reden kann, aber da wird das Ganze auf solche metapolitischen Fragen verlagert und die werden so religiös aufgeladen. Also, das wirkt fast so, als ob die Radikalisierung des Diskurses von dieser Seite gewollt wäre. Ja, das kommt mir ehrlich gesagt auch so vor. Nur ich tu mir halt unglaublich schwer damit, das zu verstehen und nachzuvollziehen, weil ich halt, weil ich das halt nicht verstehe. Also weil ich halt nicht verstehe, was man denn damit bezwecken möchte. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, wo ich glaube, Naitan und Dekadent waren das dann auch wieder, wo dann die darüber geredet haben, jo, also irgendwie müssen wir einen anderen Diskurs aufschlagen, weil so kommen wir nicht weiter. So, wir müssen nur ein bisschen anders agieren. Und dann kommt Naitan, also hat eine gewisse Ironie, wenn man dann bedenkt, was Naitan zu Monte sagt. So, ne? Das fand ich, den Ansatz fand ich gut, aber dann wird genauso weitergemacht. So, ich habe neulich eine Reaction von Dekadent auf Kuchen TV gesehen und die war tatsächlich witzig. Ich habe da gesessen, hab, musste lachen. So, der war halt schon, ne, lustig, humoristisch. Und auf einmal, von jetzt auf gleich, switcht er da in irgend so einen Film rein, will ich schon fast sagen, und fängt da an, ja, KuchenTV hat ja eine Hitler-Frisur und, ne, wird er auf einmal so von jetzt auf gleich, als hättest du einen Schalter umgelegt, so richtig, keine Ahnung. Meinst du, dass diese Leute sich nicht unter Kontrolle haben oder dass das vielleicht Austarieren einer neuen Strategie ist? Das ist sehr schwierig. Also, ich glaube, manches hat Methodik und ich glaube, manches kommt einfach, weil die einfach so sehr in diesem Bild gefangen sind. Also bekannte Takes von Dekadent waren ja zum Beispiel auch, er möchte sich Linksradikale züchten. Was ich erstmal sehr kritisch sehe, weil erstmal das Wort züchten finde ich in dem Kontext echt ekelhaft und unpassend. Das erinnert mich ehrlich gesagt an gewisse Zeiten, wo eine ganz andere Seite gezüchtet wurde, aber lassen wir mal so stehen. Ja, ich glaube, er meinte seine Community in die Richtung indoktrinieren. Ich glaube, das war jetzt nicht eugenisch gemeint. Das geht jetzt, glaube ich, zu weit, die Unterstellung. Ja, aber ich fand das schon. Ich fand die Aussage sehr. Also, wie gesagt, aber vielleicht bin ich auch einfach noch nicht tief genug da drin, um das bewerten zu können. Wie gesagt, ihr seht das ja nochmal ganz anders. So, ihr könnt die auch besser einschätzen. Aber ich fand die Aussage halt wirklich echt krass, weil ich mir so dachte, das sind einfach irgendwelche Leute in deiner Community und du willst die irgendwie, ja, auf deine politische Seite ziehen und die wirklich so instrumentalisieren. Auf eine Art und Weise, dass die wahrscheinlich so interagieren, wie er das tut. Und ich finde Dekadents Art und Weise, das schon zu machen, sehr grenzwertig, teilweise sehr grenzüberschreitend. Und das hat man zum Beispiel auch gesehen, so mit Sef Van Dhoubn, wo der dann auch gesagt hat, ey, wenn hier Krieg ausbricht, dann wird er ganz vorne stehen und die mit der roten Sonne. Und also ich dachte, Digga, was geht, was fahrt ihr denn? Das fand ich sehr interessant. Denn Naitan hat in einem anderen Talk, ich glaube mit Hugo war das später gesagt, Höcke, das sei ganz klar ein Faschist. Woran könne man das erkennen? Höcke würde davon reden, dass wir in einem Vorbürgerkrieg seien, dass wir also bald einen Bürgerkrieg erleben würden. Ist Seth Van Doom nach der Logik nicht auch ein Faschist? Ja, genau das Gleiche hat er auch gesagt. Genau das Gleiche. Also zum Faschismus gehört natürlich ein bisschen mehr. Da hatte ich vor ein ta paar Tagen auch tatsächlich einen Talk mit Fabian Lehr, um an der Stelle mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Also um jetzt nicht einen falschen Eindruck aufkommen zu lassen, Faschismus ist natürlich etwas komplizierter als der will irgendwie abstrakten Bürgerkrieg oder der arbeitet darauf hin. Aber trotzdem, die gleichen Dinge, die sie bei den Rechten als ganz, ganz schlimm und böse anführen und welche die Rechten gleich rechtsradikal oder faschistisch machen, die sind Ja. bei ihnen selber komischerweise plötzlich okay. Ja, und das fand ich halt persönlich richtig, richtig krass, weil ja, also wie gesagt,
für mich, ich weiß nicht, ob du diese Aussagen schon länger, also du bist ja schon länger da drin, du beschäftigst dich wahrscheinlich auch mehr damit, aber als ich das gehört habe, dachte ich mir so, was raust du? Also, das war so krass zu sagen, und die rote Sonne wird vor uns aufgehen, weil wie er da rumgeschwurbelt hat. Und ich dachte mir so, also, was nehmt ihr bitte? Wo seid ihr denn in eurem Leben? Wir haben hier keinen Bürgerkrieg. Also Gott sei Dank nicht. Also um Gottes Willen, ich will auch keinen Bürgerkrieg. Aber was nehmt ihr denn, dass ihr solche Fantasien habt, so schon fast? Also Proletopia sagt ja auch ganz oft, die sind Faschisten. Ich bin halt nicht tief genug drin, um zu sagen, dass das so ist, aber. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also Faschismus, das ist ja die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Das ist jetzt die marxistische Definition. Also kann man sicherlich auch kritisieren, aber das ist wenigstens eine materialistische Definition, die auch vom Nationalismus ein bisschen wegkommt und wo man ganz konkret erstmal eine Klasse ausmachen kann, dieses System stützt, und zweitens ausmachen kann, ja, welche Methoden nutzt diese Diktatur, und einfach nur eine normale Militärdiktatur beispielsweise ist nicht automatisch Faschismus. Also Faschismus ist wirklich so eine der schlimmsten Formen von Diktatur, die du haben kannst, die dann wirklich einer ganz bestimmten Klasse dienst. Das ist nicht allgemein jede autoritäre Form von Herrschaft. Deswegen finde ich es ja auch ein bisschen absurd, wie willkürlich dieser Faschismusbegriff verwendet wird. Und ich hatte es ja schon gesagt, also jedes Wort Faschismus, Transfeindlichkeit, Rassismus aus dem Mund dieser Leute kannst du eigentlich mit dem Wort Feind oder Böse übersetzen. Es bedeutet alles das Gleiche. Ja, wie gesagt, das hat Proletopia auch zu mir gesagt. Also kurz nachdem das halt war, da war ich kurz bei ihm im Stream und hat er auch darüber geredet. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ja, das so und so und so. Und da hat er auch gesagt, das sind alles Faschisten, das sind alles Faschisten. So, und also ich bin ehrlich, ich tue mir generell mit Worten schwer, die ich selber nicht richtig definieren kann oder definieren kann, zu wem ich das sage, weil das Wort vielleicht gar nicht auf die Person passt, solche Wörter zu benutzen. Aber bei dem Wort war ich halt komplett raus, wo ich mir auch dachte, das ist vielleicht ein bisschen sehr hart, das zu sagen, weil ich die nicht als Faschisten wahrnehme. Es ist für mich, ehrlich gesagt, für mich sind sie halt Wokies. Die sind halt für mich wieder was ganz Eigenes, wenn man so will, weil die ihr eigenes Extremum fahren, aber auf einer anderen Art und Weise. So, und ja, das ist so abstrus teilweise. Also es geht ja auch richtig teilweise von Cancel Culture, so. Wo Shuyoka ja, ich weiß nicht, ob du irgendwie Shuyoka-Content irgendwie geguckt hast oder irgendwie so Videos hast, wo sie ja auch versucht hat, oder wo sie auch Videos anfängt zu entfernen zu lassen. Das war ja auch so ein Ding, was da unter Streamern so ein bisschen rumgegangen ist, dass Shuyoka jetzt versucht, hier Videos wegstriken oder wegnehmen zu lassen. Ja, da hatte ich ein Opfer von ihr tatsächlich hier im Talk, nämlich den guten Nemesis. Der wurde ja auch von Echt? ihr so lange weggestrikt, bis er fast von Twitch geflogen wäre. Er hat es zum Glück geschafft, die Ja. Strikes noch rechtzeitig zu entfernen. Also Ja, das ist das bei habe dem ich ganz knapp mitbekommen. gewesen. Ja, das habe ich mit. Ich glaube, ein Strike hat noch gefehlt und dann wäre er weg gewesen. Ja, und er hat es halt rechtzeitig wegbekommen. Also er hatte drei Strikes, aber er hat es halt durch Meldung bei Twitch, durch eine Gegendarstellung geschafft, die wieder wegzubekommen. Ach Also. so, ich dachte, das ist Zeit abgelaufen und dann sind die weggegangen. Ich weiß halt nicht, wie Nee, lange die nee. gemerkt bleiben. Nee, also du kannst ja eine Gegendarstellung vor allem gegen so eine Copyright-Strikes setzen, und dann hast du eigentlich gute Chancen, dass das wieder entfernt wird. Und er hat es halt gerade noch rechtzeitig geschafft. Sonst wäre sein Kanal weg gewesen. Scheiße. Das wäre schlimm gewesen. Ich mag Nemesis, das wäre schlimm gewesen. Ja, Ja, der das ist auch habe ein ich aber auch Lieber. mit. Ja, das habe ich aber auch mitbekommen, dass Shuyoka da ganz extrem rangegangen ist, was ich halt auch. Also ich muss sagen, ich muss sagen, ich fand Nemesis da auch ein bisschen too much mit dem Shuyoka-Content, den er da gefahren hat, weil es wirklich jeden Stream um Shuyoka ging und was sie gemacht hat und hier und da. Aber ich finde, striken lassen ist halt das Letzte, was du machen solltest, weil, ja, wie gesagt, bei mir hat sie, also sie hat das Video auch entfernt, bei mir hat sie ein Video so entfernt, dass es nicht mehr in Deutschland oder in der EU generell verfügbar ist. Aber lustigerweise alle anderen Videos, die ich über sie habe, nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch keiner von diesen haut drauf Leuten, die da teilweise auch in dem Shuyoka-Thema unterwegs sind, sondern. Ich versuche tatsächlich, und das ist meine Art und Weise, damit umzugehen, ich versuche halt tatsächlich auch bei einer, ja, Person wie Shuyoka, die sehr anstrengend ist, und viele komische Ansichten vertritt, meiner Meinung nach zumindest, versuche ich da halt irgendwie was Positives zu sehen und jetzt nicht einfach nur sich irgendwie drüber lustig zu machen oder so, sondern halt auch zu versuchen zu verstehen, warum ist sie so, wie sie ist und
ja, bin halt auch gegen dieses konkrete Draufhauen auf sie. Diese menschliche Ebene bei ihr, das war mir tatsächlich relativ egal. Ich habe mich dazu nämlich erst geäußert, als sie angefangen hat, andere Creator wegzubannen. Und das fand ich dann wirklich gefährlich. Das fand ich wirklich eine extreme Grenzüberschreitung. Denn wen kann es als nächstes treffen? Ich meine, Polydopia hatte sich immer wieder geäußert. Nemesis, der wurde dann ja auch weggestrikt. Also, wenn jetzt KuchenTV hier, der wurde ja sogar von Twitch offiziell gesperrt, wegen Hassrede oder sowas. Wenn es da anfängt, wo geht es dann weiter? Und da haben ja die ganzen Wokies gesagt, absolut gerechtfertigt, die Leute sollten gesperrt werden, die haben das verdient, niemand darf Shuyoka kritisieren. Oder von Barashtams bestes Zitat, rechts ist, wer Shuyoka kritisiert. Und Hat Rechte, einer das wissen. gesagt? Da KuchenTV den gefragt, warum er rechts ist, und dann, ja, du hast Shuyoka kritisiert. Und von daher wissen wir auch, Rechte sollten in Angst und Schrecken leben. Also von daher sind wahrscheinlich die besten Zitate, die bezüglich dieser Ideologie bisher auf Twitch veröffentlicht wurden. Der bringt das immer sehr gut auf den Punkt. Also das so gesehen ist Dara da, glaube ich, der ehrlichste Charakter aus der Szene. Also auch wenn er dauernd Lügen über andere Leute verbreitet, wenn es um seine eigene Ideologie geht, da ist er meistens ziemlich ehrlich. Ich würde fast sagen, zu ehrlich. Denn so sieht man ziemlich gut, an welchem totalitären Ort uns diese Ideologie bringen würde, wenn man sie umsetzte. Ich meine, das wäre ja dann nichts Demokratisches mehr, wenn alle auf der rechten Seite des politischen Spektrums plötzlich in Angst und Schrecken leben müssten und unsere Wookie-Freunde entscheiden dürften, wer rechts ist und wer nichts, nicht. Also wir beide wären dann wahrscheinlich auch rechts. Hast du Neitans Video dazu gesehen? Ja. Das mit diesem Woke-Code, Der den sie Anti-Woke-Code aufgeschlüsselt geknackt, hat? ja. Ja. Ja, genau. Da muss ich auch so lachen. Das war so weird. Also, wo nehmen die das her? Also, man könnte gerade meinen, dass die bald ihre eigene Bibel schreiben. Ja, er hat Also. mal seine Ideologie schön aufgeschrieben. Also das war doch auch interessant. Und also ich bin laut der Ideologie genauso wie Proletopia, Imp und Nemesis konservativ bis rechtsextrem. Beziehungsweise in einigen Punkten komplett rechtsextrem. Wenn man beispielsweise keine Waffen an die Ukraine liefern will, dann ist man rechtsextrem. Sage ich Aha. jetzt nicht mehr zu. Lasse ich einfach mal so stehen. Also einfach nur, weil ihr sagt, ey, jo, wir wollen da nicht weiter in den Krieg involvieren, aus wahrscheinlich irgendwelchen sinnvollen Gründen, weil ihr werdet euch wahrscheinlich auch was dabei denken, seid ihr rechtsextrem. Ja, beispielsweise, wenn in der Ukraine rechtsextreme Milizen kämpfen. Andere Frage, aber die würden dann die Waffen beispielsweise erhalten. Weil wir das nicht wollen, sind wir dann rechtsextrem. Alles klar. Ich will jetzt das Thema Ukraine-Krieg nicht groß aufmachen, aber das war so das Ja. absurdeste Beispiel, was mir aufgefallen war. Also auch eine Begrenzung der Zuwanderung, wie sie die SPD in ihrer gesamten Geschichte eigentlich immer gefordert hatte, bis in jüngste Zeit, die ist konservativ bis rechtsextrem neuerdings. Wie kommt man denn darauf? Also woran machen die das denn abhängig? Das ist ja so random. Müsstest du vielleicht Katze. mal Neidern einladen? Ach, da, eine Katze. Ja, wir haben viele Katzen. Wir haben drei Katzen und zwei Hunde. Ja, Katzen sind Ja, okay. niedlich. Hast du auch Katzen? Ja, wir haben zu Hause drei Katzen. Ah, auch Also drei. drei Ja, Kater, das drei ist. Kater. Ja, sie ist unsere Jüngste. Wir haben einen Kater und zwei Mädchen. Hoppla. Und sie kommt immer, wenn ich streame, dann will sie immer gucken. Ne? Ist spannend. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, noch ist ja gut. Ich finde diese Ideologien, also lustigerweise, ich habe wirklich schon überlegt, ob ich mit denen mal anfange zu reden, wobei ich nicht weiß, ob Neiter noch mit mir reden möchte, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe wirklich, also ich habe mir überlegt, so wenn ich da mal ein bisschen mehr drin bin und ein bisschen gefestigter in dem Ganzen, dann würde ich wirklich mal gerne mit denen reden, weil ich, also wirklich, ich bin am meisten daran interessiert, wie die denn darauf kommen, also wo das denn herkommt, weil das ist irgendwie so. Das ist wie wenn die nachts sich hinlegen, schlafen und die träumen das dann und die geben das dann so wieder, wie sie es geträumt haben. Ne? So komplett aus der Luft gegriffen teilweise, so wie als würde das jetzt auch gleich kommen und wie als, na, also auch komplett von Logik und Sinn befreit. So komplett komisch, genauso wie Daras stochastischer Terrorismus, den er da gebracht hat. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, stochastischer Terrorismus heißt ja, du wendest eine Rhetorik an und hoffst dann, dass irgendwer dann daraufhin Gewalt anwendet. Und ja, das magst du in einem Vorbürgerkriegsszenario, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwelche radikalen Prediger in Syrien aus dem Jahre 2011, kurz bevor der Bürgerkrieg losging, wenn du die dafür kritisierst, dass sie stochastischen Terrorismus anwenden.
Okay, kannst du von mir aus machen. Also da ist dem ja wirklich was gefolgt. Aber hier in Deutschland, in einem völlig Ja, friedlichen Zustand, irgendwelche AfDler oder irgendwelche normalen Twitch-Streamer oder YouTuber wie KuchenTV dafür zu kritisieren, sie wollen, dass irgendwelche Gewalttaten passieren, das ist einfach nur irre. ja, da darf ich dir mal eine Frage stellen, weil du es gerade ansprichst. Warum, also die sind ja offensichtlich sehr gegen rechts und Rechtsradikale und Rechtsextreme. Warum gehen die nicht gegen solche vor? Also warum hört man, also wenn ich von denen was höre, dann höre ich meistens irgendwelche Sachen in Bezug auf dich, Proletopia, oder irgendwelche anderen linken Streamer, sag ich jetzt mal. Warum gehen die nur gegen Leute wie euch? Warum gehen die nicht so gegen richtig Rechte? Weil das kriege ich irgendwie von denen nie mit. Also erstmal, weil es da nichts zu holen gibt. Also die Rechten, die würden sie auslachen und einfach sagen, ihr seid eh geisteskrank und bösartig. Und ja, das ist ja der Frame, der da verwendet wird. Und so ein bisschen ist diese rechte Strategie ja gar nicht falsch. Ich meine, wenn du diese Strategie fährst, dann gehen die Woken eher nicht gegen dich. Die suchen sich dann ja Leute wie dich, wo sie denken, ah, die können wir eher einfach einschüchtern. Also, wenn wir auf eine kleine Streamerin mit 70 Zuschauern losgehen, können wir die eher einschüchtern als, keine Ahnung, eine Ketzerkirche oder so. Also wirklich einen rechten Podcast. Also ich glaube schon, dass sie da leicht strategisch denken. Und bei den Rechten, da hoffen sie sich, dass sich da die größere Ebene darum kümmert. Also beispielsweise Twitch oder der Verfassungsschutz. Dass Twitch die gleich wegsperrt und sie sich nicht mehr darum kümmern müssen oder dass der Verfassungsschutz die halt dann einstuft, beobachtet und mit allen Mitteln dagegen vorgeht. Hast du eigentlich auch mitbekommen, dass Twitch-Mitarbeiter bei denen im Stream abhängen? Also weißt du das? Ja, hatte mir, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte, aber hatte ich auch mitbekommen. Ja, das haben wir lustigerweise. Also Patrick, mein Freund und Verlobter, der hat, als diese ganze Sache losgegangen ist, hat er das bei Young Feldsalat im Stream gescreenshottet, weil der sich da informiert hat darüber, was das überhaupt für Leute sind. Wie gesagt, das kam für uns, kam das von jetzt auf gleich. Und also er war damit auch komplett überfordert, weil, wie gesagt, wir gar nicht wussten, was ist das scheiß Problem eigentlich. Und dann hat er sich da ein bisschen informiert und dann hat er das mal gescreenshottet. Und ich fand das sehr interessant, weil, also wenn Rechtsextreme auf Twitch sind und ich kenne die halt nicht und ich weiß nicht, was die für Sachen da propagieren. Aber wäre das dann nicht so ein Sinn, wo Twitch dann wirklich eingreifen sollte, statt bei denen im Chat zu sitzen und da irgendwie zu schreiben oder irgendwie sich über andere Leute lustig zu machen? Also es würde mehr Sinn machen. Ja, wo sind denn Rechtsextreme auf Twitch? Keine Ahnung, aber laut Naitan, Dara, Ach so. Dekadent und so, die existieren. Also. Also dann wäre mein und Proletopias Kanal wahrscheinlich auch weg und sobald du dich wieder zum falschen Thema äußerst, also oder allein durch das Gespräch hier, wäre der auch weg. Also wenn diese Leute Rechtsextreme sperren wollten. Ja, stimmt, wir sind ja recht extrem. Ich denke bei denen. Ich muss diese Logik erstmal lernen, nachzudenken, weil das ist für mich unglaublich schwierig, das nachzuvollziehen, wie man so abstrus denken kann. Ja, Proletopia hat ja seinen Kanal verloren, ne? Der wurde ja entmonetarisiert. Der hat sich dann einen zweiten gemacht, der ist jetzt wohl wieder monetarisiert. Also das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist ja nicht so, dass wir komplett weggebannt werden. Dann stell dir mal vor, Twitch würde 30 Streamer auf einmal bannen, die so unsere Größe hätten ungefähr. Die würden Ja. alle zu Kick, YouTube oder zu noch abseitigeren Plattformen wie Odyssey gehen und dann hätten sie ein Problem, weil dann eine Konkurrenz hochkommen würde. Deswegen bannen oder sperren oder demonetarisieren sie immer nur einzelne Streamer sukzessive und nicht alle auf einmal, damit eben nicht so eine große Flucht auf andere Plattformen einsetzt. Aber du sagst auch, dass das wohl irgendwo aus der Ecke kommt, dass er deine Monetarisierung verloren hat, weil das war ja ganz lange im Gespräch da auch teilweise. Ja, die haben sich dafür jahrelang eingesetzt. Also Dekadent ja zeitweise ganz offen. Da war ja ein riesiger Streit, hat sich Erwin ja auch immer wieder zu geäußert. Seitdem Erwin im Ukraine-Krieg eine abweichende Positionierung hatte, also da ist das ja in die Brüche gegangen. Und jetzt stell dir mal vor, irgendein Twitch-Mitarbeiter würde jetzt nicht bei Jung Feldsalat im Chat sitzen, sondern der würde, keine Ahnung, beim Institut für Staatspolitik, also diesem Laden von Götz Kubitschek, da eine Rede halten. Meinst du, der wäre noch lange Twitch-Mitarbeiter? Ich glaube nicht, aber so kann man seine Macht ausnutzen, ne? Das ist es, was ich mit kultureller Hegemonie meine. Also diesen Leuten wird alles durchgehen gelassen. Also ein Seth Van Doom, der hat heute noch einen Kanal. Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch heftig. Also bei den Sachen, du weißt ja, was er, ich werde das jetzt nicht nochmal nachreden, aber du weißt ja, was er gesagt hat. So. Und da waren ja teilweise sehr krasse Sachen dabei. Also da war ja wirklich. Richtig beleidigende, herablassende, menschenunwürdige, würdigende Aussagen dabei. Also
Sachen, die würde ich persönlich niemandem sagen, nicht mal, weil ich sauer auf ihn wäre. Und wenn du's, stell dir mal vor, du hättest sowas gesagt. Meinst du, du hättest noch einen Kanal? Nee, ich wäre sofort weg gewesen. Ja, und das ist halt genau der Punkt, weil ich habe so viele Leute dazu angehalten, ey, meldet das, sagt das. Ich weiß auch, dass ganz viele Leute das gemeldet haben. Und das Einzige, was da wohl rumgekommen ist, also nicht mal dieser Mobsende-Kanal, auf dem das passiert ist, sondern dieser Seth Van Doom-Kanal wurde wohl geshadowbanned von Twitch. Also den hast du so über die normale Suchfunktion nicht mehr gefunden. Aber nicht dieser Mobsende-Kanal, auf dem er auch streamt und auf dem er diese ganzen Sachen gesagt hat. Und auf Twitter genau das Gleiche. Wie gesagt, ich habe sehr viele Ausschnitte gesehen, wo er dann wieder angefangen hat, Menschen sehr herabwürdigend zu beleidigen. Und das nicht nur einmal, sondern wirklich, es gibt da einen 2-Minuten-Clip, wo dieser Typ nur beleidigt. Und das 4 Tage, nachdem er gesagt hat, ey, ich habe in dem Stream, wo er mich so angegangen ist, hat er komplett überreagiert. Also war, wo er dann gesagt hat, yo, das hätte ich nicht sagen sollen. 4 Tage danach, 2 Minuten lang, nur beleidigt, nur, also ich kenne diese Person nicht, nur geframed, nur angemacht, nur wirklich richtig krasse Sachen gebracht. Ich habe dafür keine Worte. Ja, und ich sag's ja, das meine ich mit kultureller Hegemonie. Diese Leute können alles sagen, sie bestimmen, also das, was sie sagen, ist automatisch innerhalb des Overton-Fensters, weil sie auf der richtigen Seite stehen. Das, was wir sagen, ist sehr viel schneller außerhalb des Overton-Fensters, selbst wenn wir uns viel gemäßigter äußern. Und Ja. Also das ist ja bei allen anderen Bubbles so. Also da brauchen wir uns jetzt hier nicht besonders zu beklagen. Da hast du ja selbst so Leute aus dem Mainstream wie KuchenTV, die schnell gesperrt werden. Oder jetzt mal aus anderen Bubbles, keine Ahnung, Leon Lovelock, der könnte sich natürlich auch nie so äußern wie ein Seth Van Doom. Also beispielsweise. Oder ein rechter Kanal, der könnte sich auch nie so äußern. Also das ist wirklich nur diese Bubble, die diese absolute Narrenfreiheit hat. Ja, und das finde ich persönlich ehrlich gesagt richtig krass und richtig beunruhigend, weil das immer mehr Ausmaße annimmt. Ich meine, vielleicht ist das, also wenn ich Leute außerhalb von Twitch frage oder von YouTube, die sagen, nö, noch nie was von denen gehört, kenne ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Aber innerhalb dieser Online-Welt, die ja auch immer präsenter wird bei uns im alltäglichen Leben, nimmt das halt immer mehr Ausmaße an. So zum Beispiel habe ich vorhin von, war ich zufällig bei Nemesis im Stream, hat da dann auch ein paar Sachen geschrieben und alles. Und auf einmal kommt er und sagt, also ich weiß nicht, ob du das kennst, so über Stream Elements kannst du so, kriegst du manchmal so Sponsor Angebote. Und da habe ich gesehen, dass er da mit HelloFresh das gemacht hat. Ich habe das auch gemacht. Ich habe das auch bis zum Schluss gemacht. War alles cool, ist alles super gelaufen. Und heute wurde er darauf angesprochen und dann sagte einer, ja, er hat die Partnerschaft verloren. Ich habe dann erstmal geguckt, weil ich höre Stream normalerweise immer nebenbei. Und ich gucke dann so und denke mir so, was? Ja, stimmt, steht da nicht mehr. Und dann hat er darüber geredet, dass das so oft gemeldet wurde scheinbar oder dass die da so oft irgendwie, dass da einer wohl geschrieben hat, dass er ja so ein böser Verschwörungstheoretiker oder sonst irgendwas sein soll und dass die HelloFresh ihm einfach die Partnerschaft weggenommen hat, wo ich mir dann auch so dachte, Alter, also was soll das? Was ist das für eine Art und Weise? Also die Partnerschaft von HelloFresh, die ist jetzt wirklich weg. Ja, die ist weg. Das hat er auch vorgelesen im Stream, dass die da irgendwie ihm die Partnerschaft weggenommen haben, aus dem Grund, weil irgendwie ein Mensch ihn angeschrieben hat, also HelloFresh angeschrieben hat, oder den Mitarbeiter von HelloFresh, ich weiß nicht, wen er da angeschrieben hat, und hat dann ganz viele Tweets gezeigt oder ganz viele Tweets verlinkt, wo er gegen Nemesis praktisch vorgegangen ist und ja, das dann so gemeldet hat und alles, was ich richtig schlimm fand, ehrlich gesagt. Also klingt nach Alerta. Wer ist das? So ein Twitter-Account von so einem Antideutschen, der irgendwann auch mal gedoxt wurde und der hat wirklich übelste Lügen über alle möglichen Leute, meistens über Proletopia und das Umfeld von Proletopia verbreitet, aber ja, der hat vor einiger Zeit aufgehört, aber der hat immer noch auf Twitter so eine riesige Tweetsammlung, wo man jede Menge Schmutz über ja, Leute wie Proletopia oder Nemesis finden kann. Okay, und du meinst, da haben die sich dann bedient und haben dann gesagt, hier, guck mal, der hat das dann und dann gepostet. Ja, der wurde auch von Shoyoka verlinkt. Also, da schließt sich der Kreis. Das ist ja so widerlich. Also, ich weiß nicht, ich kenne, wie gesagt, ich mache das seit einem Jahr, ich kenne Nemesis jetzt auch noch nicht so lange, seit ein paar Monaten. Ich habe schon mitgekriegt, dass da wohl einige Sachen gefallen sind. Corona war auch eine schwere Zeit für sehr viele Menschen.
Ich gehöre lustigerweise gar nicht dazu. Ich fand Corona eigentlich gar nicht so krass schlimm, nur wegen der Maskenpflicht. Aber ich weiß, dass Corona für sehr viele Menschen ein richtiger, ja, Absturz auch war, teilweise auch mit dieser Schwurbelei und so. Ich habe da viel mitbekommen, auch privat. Aber ich finde, man sollte halt immer bedenken, Menschen handeln in Ausnahmesituationen, die ihnen Angst machen, die sie unter Druck setzen, die sie halt ja stark beeinflussen, handeln die halt auch entsprechend nicht immer logisch und rational. Und ich nehme mal an, dass das bei Nemesis auch so war. Und ich finde es ehrlich gesagt, also die lustigerweise sagen die auch immer, es existiert keine Cancel Culture, aber das ist meiner Meinung nach schon Cancel Culture, wenn du Tweets rausholst aus 2021, 22, nur um Leute zu framen und fertig zu machen oder denen Placements wegzunehmen und denen aktiv zu schaden. Ja, das ist sowieso das Absurdeste, Cancel Culture zu leugnen, während man sie selber betreibt. Das Gleiche ist wie, wenn Twitch irgendjemandem sperrt, dann ist das keine Zensur, weil es nicht staatlich ist. Also das ist ja auch so Ja. ein Schwachsinnsargument. Ja toll, dann nennen wir es nicht Zensur, dann ist es halt privat durch einen privaten Konzern passierende Meinungsunterdrückung, was ja de facto noch schlimmer ist als Zensur. Also beim Staat, der hat wenigstens eine gewisse Rechenschaftspflicht und muss seinen Bürgern gewisse Grundfreiheiten einräumen. So ein Konzern, der gehört ja irgendwelchen Aktionären, die überhaupt keiner demokratischen Kontrolle unterliegen. Das heißt, wenn Genau. ein Konzern irgendwen zensiert, also wie Twitch, dann ist das ja noch viel schlimmer, als wenn der Staat das macht. Ja, vor allem frage ich mich, ist das überhaupt rechtens? Weil wir sind ja hier in Deutschland, hier gelten deutsche Gesetze, zählt das nicht unter Meinungsfreiheit? Da musst du gegen vorgehen gerichtlich und das wird dann von Fall zu Fall unterschieden. Ich finde, da bräuchte es ein einheitliches Gesetz, was es Twitch einfach verbietet, Streamer zu sperren. Also was Twitch, was einfach sagt, solange ein Streamer nicht gegen deutsches Recht verstoßen hat, darf er nicht gesperrt werden. Das wäre relativ leicht zu erlassen, so ein Gesetz, aber das will die Politik aus irgendeinem Grund nicht. Aber du weißt nicht, welcher Grund. Nee, also die Politik macht sich darüber bisher noch keine Gedanken, sondern ganz im Gegenteil, es kommen gegenteilige Gesetze. Also sowas wie der Digital Services Act von der EU, der es leichter machen soll, Leute zu sperren, wenn sie Desinformation verbreiten. Und was Desinformationen sind, das entscheidet dann die Politik. Also das sind sehr, also meiner Meinung nach sehr besorgniserregende Tendenzen, die da gerade in der Mache sind. Es gab ja auch schon dieses Netzwerkdurchsuchungsgesetz, was Firmen zu Anklägern und Richtern macht, also Firmen dazu zwingt, Sachen, die eventuell strafrechtlich relevant sein könnten, zu sperren. Also das ist ja auch schon ein Gesetz, was Zensur befördert. Also Ja. die Woken würden jetzt sagen, das ist keine Zensur, das passiert ja von der Privatwirtschaft. Ich würde sagen, ja, okay, dann ist es halt keine Zensur, dann ist es halt was Schlimmeres als Zensur. Aber ja, dieses Gesetz, das befördert das halt eher, als es aufzuhalten. Und das ist die absolut falsche Richtung. Ja, klar, weil Firmen können ja dann selber entscheiden in ihrem eigenen Ermessen, was ist denn relevant, also was darf denn durchgehen und was nicht. Also ja, da bin ich komplett bei dir. Das ist krass. Also wie gesagt, ich bin da nicht so krass drin in dem Thema, aber das ist sehr beunruhigend, weil, wow, also ich dachte eigentlich, dass wir politisch schon ein bisschen weiter sind. Das ist ja meiner Meinung nach ein ziemlicher Rückschritt. Ja, was heißt weiter? Durch diese digitalen Medien ist jetzt ja viel mehr Kritik, viel mehr Diskurs möglich geworden. Und die Frage ist jetzt, versucht man das jetzt rückabzuwickeln, weil damit eventuell die Politik jetzt mehr kritisiert und kontrolliert werden kann als früher? Und aktuell sieht es genau danach aus. Und das passt wiederum der Politik nicht. Ja. Ich Also lerne hier ja noch was. In Russland gibt es schon so ein Gesetz gegen Desinformation und das scheint, also da darfst du dann keine Desinformationen zu verbreiten, beispielsweise wenn du russischer Angriffskrieg in der Ukraine sagst, dann ist das eine Desinformation aus russischer Sicht, denn die Ukraine hat ja angefangen. Ja, Also so das. funktionieren dann solche Gesetze. Und in der EU, da wird es dann genau andersrum sein. Wenn du dann da irgendwas, was gegen unsere Narrative läuft, verbreitest, dann so beispielsweise, wenn du sagst, es gibt nur zwei Geschlechter. Desinformation. Die Wissenschaft weiß, es gibt mittlerweile mehr als zwei Geschlechter. Ja, aber welche Wissenschaft, ne? Das entscheidet dann die Regierung, beziehungsweise die EU-Kommission. Und das ist dann hochproblematisch. Ja, ich hatte auch neulich so eine Diskussion, weil ich bin ja transfeindlich und dann hat mich diese, wie heißt die nochmal, Mia Hanna irgendwas, hat die mich angeschrieben auf Instagram und die hat mir so viele, also die ist scheinbar auch eine Transperson, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, Hanna und die hat mir Morito? dann ganz. Wie? Hanna Morito? Hanna, Marie? Oder Nee, war das noch Mia eine hieß andere? sie. Ach so. Mia.
Ah ja, hier meine Hannah Wolf, so hieß die, genau. So, nee, die kenne ich nicht. Oh, die hat mich auf Instagram angeschrieben, die war auch neulich bei mir im Stream. Und die hat mir dann ganz, ganz viele Quellen geschickt, die alle eigentlich eher von einem sozialen Geschlecht als von einem biologischen geschrieben haben. Und auf die Frage dann hin, ey, kannst du es mir erklären? Also kannst du mir bitte erklären, inwieweit sich das, also wie ich vorhin schon gesagt habe, das dritte Geschlecht irgendwie äußert, ob das jetzt also ob das, wie das jetzt in Geschlechtsteilen ist, wie das jetzt in der inneren Anatomie ist. Wie gesagt, ich komme halt aus der Medizin, wie das dann halt generell ist, wie sich das fortpflanzt. Es muss ja irgendwelche, na, Sachen geben, die dieses Geschlecht auszeichnen. Und dann hier ist es nur, frag Dekadent oder frag Naitan oder lies meine Quellen. Und das ist halt so die Richtung, in der sich das entwickelt. Und das ist halt sehr faszinierend, weil ich gelernt habe, wenn du deren Wissenschaft liest, die das so bewertet, dann ja, dann macht das Sinn. Aber nur dann, wenn du das halt auf einer komplett normalen wissenschaftlichen Ebene siehst, dann macht es halt absolut keinen Sinn. Und es, also dieses Drehen und Wenden, und ich finde es krass und beunruhigend, dass unsere Politik sich jetzt scheinbar auch in diese Richtung entwickelt, dass du dir einfach aussuchen darfst, was ist Realität und was ist es halt nicht. Nee, nee, das war nicht meine Kritik. Also ja, das ist auch ein Problem, was du gerade beschreibst, sicherlich. Aber meine Kritik war, also du kannst, also Realität, ist eine objektive Realität, ja, aber die ist politisch umstritten, wie die zu werten ist. Und wenn du in die Hand der Politik, also die Aufgabe gibst, wie ist nun diese Realität zu werten, du quasi so eine Art Wahrheitsministerium einführst, dann entscheidet die Politik das auch aktueller Interessenslage. Das sehen wir gerade in Russland. In Russland darfst du frei deine Meinung sagen, aber du darfst halt keine Desinformation verbreiten. Was Desinformationen sind, das entscheidet die russische Regierung. Und da wäre es brandgefährlich, wenn wir hier irgendwas in diese Richtung einführen würden. Deswegen ist Kampf gegen Fake News auch sowas brandgefährliches. Es sollte nicht die Aufgabe der Politik sein, zu entscheiden, was Wahrheit ist und was nicht. Das war meine Kritik. Aber was du da noch beschreibst, dieses komplett taktische Verhältnis zur Realität, das ist bei dieser Borken-Ideologie sicherlich auch noch mit dabei. Das stimmt auf jeden Fall, was du da gerade beobachtet hast. Ja, und wie siehst du das zukünftig? Also was glaubst du, wo wir politisch hinwandern jetzt immer mehr so? Offen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass unser Staat eine ganze Zeit lang autoritärer sein wird, dass es wahrscheinlich schwieriger sein wird, seine Meinung zu äußern. Und ja, wir werden sicherlich irgendwas bekommen, was nach dieser Wokeness kommt. Also mittlerweile nimmt das ja teils absurde Formen an, wie mit diesem Selbstbestimmungsgesetz, wie mit dieser extrem hohen Zuwanderung, die ja von großen Teilen der deutschen Bevölkerung abgelehnt wird, wie mit so komplett irren Ideen wie der Gendersprache, wie mit, also dieses ganze non-binäre Zeug. Also was da alles für seltsame Ideologien kommt. Jetzt schwappt hier gerade noch diese kritische Rassentheorie aus den USA rüber, die ja überhaupt nicht auf europäische Verhältnisse passt. Also auch in den USA ist die brandgefährlich und rassistisch, aber hier ist die noch viel weniger aussagekräftig. Aber diese ganzen Sachen, die sind nicht mehrheitsfähig. Und ich glaube, es wird irgendwas kommen, was nach diesem Wokeismus kommt. Und die Frage Krass. ist dann, wie sieht das aus? Wird das dann so eine Art neuer Nationalismus sein? Wird das dann so eine ja, abgeschwächte Woke-Ideologie sein? Wird das eventuell ja eine zusätzlich ja, eine zusätzliche Polarisierung in ein ganz neu entstehende Lager sein. Also wird vielleicht religiöser Extremismus auch in Europa zu einem relevanten Faktor. Da kann man überall nur spekulieren. Und ich traue mir da ehrlich gesagt keine Prognose zu. Aber irgendwas wird danach kommen. Und in den USA, da ist es relativ klar, da wird das wahrscheinlich einfach so ein neuer konservativer Nationalismus sein. Also sowas nach der Marke Reagan. Also das wird dann von Leuten wie Trump offen propagiert werden und das könnte dann die Wokeness tatsächlich dort ablösen. Aber hier in Europa, also hier ist ja, du bist ja in diesem Land, wenn du eine Deutschlandflagge hisst, schon fast ein Rechter. Also nach Meinung der, also ja, das wird ja von staatlich finanzierten Stiftungen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung tatsächlich so geframed. Das ist in der Deutschlandflagge für rechtsterroristische Gewalt und alles stehen würde. Also. Mein Vater hat bei der Fußball-WM eine Deutschlandfacke rausgehangen. Also, ich habe das nie so in Assoziation gebracht. Ja, Also, aber ich das muss. ist schon das Framing. Also das ist schon das Framing. Also das hast du ja beim letzten Stolzmonat mitbekommen. Also da war ja so eine Trollaktion von so ein paar Rechten. Da sind tatsächlich im Fernsehen so Beiträge gelaufen nach dem Motto, Rechtsextreme nutzen die Deutschlandflagge.
Wer jetzt diese abgewandelte Version der Deutschlandflagge im Profilbild hat, ist ein Rechtsextremer. Also da hatte ich damals auch darauf reagiert und da habe ich gedacht, oh Gott, wie weit ist das jetzt plötzlich eskaliert? Also ich kann ja mal dich fragen, meinst du, dass so eine Art neuer Nationalismus hier überhaupt möglich ist? Boah, ich halte das für eine sehr schwierige Frage. Also ich würde gern mal. Es fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer. Also keine Ahnung, wenn ich mir so. Ich unterhalte mich ja generell viel mit Menschen. Und wenn ich mir so anhöre, wie die Menschen argumentieren und wie die reden und wie sie teilweise. Also ich habe momentan eher so dieses Umfeld. Also teils, teils. Ich habe Leute, die sehr dieser Woke-Ideologie angetan sind. Und dann habe ich aber auch sehr, sehr viele Leute, die eher so in die Richtung gehen. Ich lehne das komplett ab. Also, wie du gesagt hast, dieses Gendern, dieses alles, was dazugehört. Teilweise auch, also, das geht teilweise meiner Meinung nach auch in eine sehr menschenverachtende Richtung. Zum Beispiel, dass man da sitzt und sagt halt auch ganz aktiv: Ey, ich will hier gar keine Flüchtlinge mehr haben und alles, ne? Also, oder generell so, ne? Also wirklich sehr abfällige Begriffe. Und das ist schwierig. Also momentan sitze ich da und denke mir so, mich würde halt mal interessieren oder ich beobachte eher, so würde ich sagen, welche dieser beiden Extremfronten sich mehr durchsetzt. Ob das jetzt eher diese wokistische Front ist oder ob das jetzt eher die Front ist mit AfD und so weiter und so fort, weil ich beide Seiten ehrlich gesagt nicht befürworte. Also Ja, ich ich. glaube nicht, dass. Sorry. Sorry, red ruhig aus. Ich glaube nicht, dass sowas jetzt nochmal entsteht, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass das halt, dass da, ja, wie du sagst, dass da halt noch eine extremere Form irgendwie auf uns zukommt, weil ich auch ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, warum wir uns überhaupt jetzt gerade in so eine Richtung entwickeln, wo das herkommt. Ja, ich sehe diese Gefahr eines neuen Nationalismus ehrlich gesagt gar nicht so groß. Also die AfD, die wird sich größtenteils zumindest in dieses Altparteiensystem integrieren lassen. Die wird, wenn man sie in die Futtertöpfe lässt, auch dahin kommen. Also man sieht das ja in Österreich. Die FPÖ hat da ja in Koalition mitregiert, ohne dass da plötzlich ein rechtsradikales Land draus geworden wäre. Also das Ja. radikalste Beispiel, was du innerhalb der EU hast, das ist Ungarn. Da hat Viktor Orban die Justiz ein bisschen umgebaut, das Wahlrecht geändert, hat halt so eine konservative, man kann es Cancel Culture, man kann es konservative Hegemonie nennen, je nachdem, wo man jetzt politisch steht, wie man es framen will, will ich gar nicht bewerten, aufgebaut. Und er hat, das war wohl die weitreichendste Veränderung, das Mediensystem von westeuropäischen Konzernen in die Hände von mit ihm befreundeten Oligarchen gegeben. Also das ist wohl, glaube ich, das Extremste, was im Rahmen der EU möglich ist, was Orbán da in Ungarn gemacht hat. Und Orbán steht schon ziemlich weit rechts und hat auch zeitweise mit einer offen faschistischen Partei, nämlich der Jobbik-Partei, zusammengearbeitet. Und selbst da, dort ist keine rechte Diktatur, also ja, Ungarn ist nationalistisch deutlich konservativer als andere Länder, aber von den sozioökonomischen Verhältnissen, von der realen Politik her, ist das immer noch eine parlamentarische, liberale Demokratie. Und das Maß an Einschränkung der Demokratie, das geht nicht groß über das hinaus, was wir auch in anderen europäischen Ländern, ich hatte es hier in Deutschland ja schon angeschnitten, mit dem, was der Verfassungsschutz gerade macht, Netzwerkdurchsuchungsgesetz, Digital Services Act und die ganzen anderen Sachen, die da noch kommen sollen, was dann groß drüber hinausgeht. Also deswegen, ich glaube nicht, dass wir so eine große nationalistische Gegenbewegung bekommen. Das Maximum, was wir bekommen könnten, ist sowas wie in Ungarn. Und Ungarn ist ja jetzt auch nicht aus der NATO oder der EU ausgetreten. Also ich glaube nicht, dass das so schlimm werden wird, wie manche es befürchten. Ja, also so schlimm schätze ich es jetzt auch nicht ein, aber es ist trotzdem erschreckend, dass du wieder halt diese zwei Fronten hast, die so gegeneinander gehen, sage ich jetzt mal. Und ich frage mich halt, warum? Also warum ist es denn so, warum entwickeln wir uns denn in diese Richtung? Weil ich habe, also meine Wahrnehmung ist, dass wir gefühlt jetzt einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und jetzt einfach nochmal alle Schritte zurückgehen. So, und es wieder in, hey, hörst du auf, wieder in eine Richtung gehen, die so, ja, ausgrenzend, menschenverachtend, und es ist egal, auf welcher Seite die ist, sondern die kommt einfach wieder hoch. Und ich habe das Gefühl, wie, also man sagt ja so schön, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Ich habe für mich das Gefühl, dass wir die Geschichte wiederholen. Vielleicht nicht so extrem, wie sie war, um Gottes Willen. Aber dass es schon wieder in so eine Richtung geht, wo man ausgrenzt, wo man halt so menschenverachtend ist,
Aber du kennst dich da besser aus. Es ist nur Deswegen, mein Gefühl. welchen Ausschnitt der Geschichte meinst du denn? Meinst du wie vor dem Ersten Weltkrieg? Ja, ungefähr. Kriegsvorbereitungen laufen ja. Also das wäre das Worst-Case-Szenario, wenn es zu einem großen Krieg kommt, also zu einem oder zu zahlreichen Kriegen von ähnlicher Intensität wie dem Ukraine-Krieg. Dann glaube ich wirklich, dass die aktuell herrschenden Kräfte wirklich, also was Unterdrückung der Opposition angeht, wirklich hochschalten könnten. Dann könnten solche Gesetze gegen Desinformation kommen, dann könnten Twitch-Kanäle wie die unsrigen gesperrt werden, dann könnten Oppositionsparteien wie das BSW und die AfD verboten werden. Also das sehe ich als Worst-Case-Szenario, was Radikalisierung hierzulande angeht, wenn es tatsächlich zu einem Krieg kommen würde. Dann könnte es wirklich sehr, sehr schnell die Einschränkung zahlreicher demokratischer Freiheiten geben. Das haben wir schon nach Beginn des Ukraine-Krieges gesehen, als man einfach so Sputnik und Russia Today EU-weit ausgestellt hat. Also das ist ja ein völlig neues Maß an Zensur, was da passiert ist. Also Ja. Feindpresse ausschalten also das ist eine kriegsvorbereitende Maßnahme und wir sind ja noch keine Kriegspartei, zumindest offiziell nicht laut unseren Regierungen. Also das, wie gesagt, das wäre das Worst-Case-Szenario, denn dann würden wir, also meiner Meinung nach würden wir dann wirklich enorme Einschränkungen unserer demokratischen Freiheiten erleben, wenn es zum Krieg kommen würde. Ja. Ja, okay. Nee, gut. Das ist eine andere Sichtweise. Also ja, Worst Case ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, aber ja, das zu beobachten, finde ich halt sehr interessant, wie sich es halt entwickelt. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass der Worst Case kommt, aber ja, also es ist schlimm, dass wir überhaupt darüber diskutieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, und da ist diese, also Seth von Doom, der redet ja vom Bürgerkrieg. Also das sind ja Leute, die befinden sich geistig schon in so einer Art Szenario. Und das Ja. halte ich dann für sehr gefährlich. Ja, das ist halt genau der Punkt. Und davor, da bin ich ein bisschen beunruhigt, weil die sind in ihren Köpfen ja schon da. Und ja, die Frage ist halt, also ich will jetzt nicht das so weit auslegen, aber weiß ich nicht. Also so wie die darüber reden, könnte man manchmal meinen, so die wünschen sich das anscheinend oder keine Ahnung, die bereiten sich da irgendwie drauf vor oder die arbeiten drauf hin. Was ich persönlich echt beunruhigend finde, wenn man so hört, wie die reden. Also wirklich auf so einem Level, also wie ich meiner Wahrnehmung, wie ich das wahrgenommen habe, wie ich den so reden gehört habe, dachte ich bin richtig erschrocken. Also wirklich, das war so richtig so, der, was, also wo ist der denn in seinem Kopf? So, als würde der hier irgendwie den Krieg schon erwarten, als würde der gleich die nächsten Tage irgendwann so starten, so in dem Rahmen. Und ich weiß nicht, wo diese extreme Denkweise kommt, dass man sich scheinbar auch einen Krieg wünscht oder so. Das ist politisch effektiv. Wenn du Gegner als Feinde behandelst, die aus dem Diskurs ausgeschlossen werden müssen und deine politische Richtung eh schon die ist, die kulturelle Stoßrichtung vorgibst, dann kommst du schneller zum Ziel. Dann schaffst du es tatsächlich eher, deine Ideologie durchzusetzen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist rational kalkulierte Strategie. Das hat nichts mit Persön also hat nicht ursächlich was mit persönlichen Unzulänglichkeiten von einzelnen Charakteren aus dieser Bubble zu tun. Also du glaubst, dass das wirklich so richtig einfach nur Strategie ist und dass die, also die machen ja auch Angst damit, ne? Die schüren ja auch Ängste und alles und dass die wirklich bewusst das ausnutzen, dass Menschen, weil Krieg ist ja auch ein großes Wort, ne? Also wir wissen ja alle, was im Krieg, oder die meisten verstehen ja so weit, was Krieg bedeutet, dass es da sehr schlimm zugeht. Ich persönlich habe schon mit Menschen geredet, die selber im Krieg waren und die selber diese Kriegserlebnisse hatten. Und was, also ich will das jetzt hier auch nicht näher ausführen, aber was die mir teilweise erzählt haben, boah, das waren Sachen, also die sind nicht leicht zu verdauen, was da Menschen anderen Menschen angetan haben, was, also zu was der Mensch generell fähig ist, auch zu Säuglingen teilweise, das ist schon echt krass erschreckend und es ist so ein emotionales Thema, dass man das dann auf so eine Art und Weise ausnutzt, muss ich wirklich sagen. Wenn du selber nie mit sowas konfrontiert warst, finde ich das einfach nur ekelhaft und unnötige Angstmache. Und du spielst da mit den Emotionen von Menschen. Und das ist auf so einem Level widerlich. Also ich kann es gar nicht sagen. Wie gesagt, ich habe mit solchen Leuten schon geredet. Ich mit teilweise sehr traumatisierten Menschen. Und ich weiß, wie, also was die da tun in diesen Kriegen. Und das ist wirklich nicht schön. Und ich rede nicht von den Sachen, die man so denkt. Also wirklich krasse Sachen. Wirklich richtig, richtig krasse Sachen. Aus welchem Krieg denn?
Keine Ahnung, wo das war. Ich bin mit denen da nicht näher drauf eingegangen. Wir haben einfach nur darüber geredet, was die Menschen da tun. Also, das war ein älterer Herr beispielsweise, mit dem ich schon geredet habe. Ich weiß nicht, in welchem Krieg genau der war, ist auch schon eine Weile her, aber der zum Beispiel, ja, das fällt nicht näher aus, aber der war zum Beispiel im Krieg. Dann hatte ich einen Bekannten, der auch im Krieg war. Ich glaube, der war im, oh, ich wechsle das immer, im Irak, glaube ich. Der hat mir da auch ziemliche Horror-Stories erzählt. Ja, aber jetzt nichts Aktuelles mit Palästina, da irgendwie sowas oder Ukraine. Also da bin ich noch nicht so in Berührung gekommen. Ich habe auch einen Kollegen, der auch Soldat ist, der aber, glaube ich, nicht eingezogen ist, wo aber auch schon das Gespräch war, halt gerade Irak, da das, weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, wo die dann auch meinten, ja, er wird ja eingezogen, was das dann doch nicht wurde. Ich, also ja, irgendwie so, aber in welchem Krieg die genau waren, weiß ich nicht. Die haben nur davon erzählt, was sie da so erlebt haben und was sie da so gesehen haben und wie, ja, also du hast halt schon gemerkt, dass das schon seine Spuren hinterlassen hat. Sagen wir es mal Deutsche so. Soldaten oder? Ja. Aber dann war es nicht Irak Oder oder war das dann? Iran? Nee, Ich verwechsel Iran das. kann es. Also entweder Deutschland hat ja eine Ausbildungsmission bei den kurdischen Peschmerga, kann es das gewesen sein? Also dann wäre es vielleicht doch Irak gewesen. Oder Afghanistan kann auch sein. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen, aber wie gesagt, der eine war älter. Ich weiß halt nicht, ob der, also es war ein älterer Herr, der das damals so erzählt hat. Ich weiß halt nicht, wann der da im Krieg war. Also das war auch schon ein paar Jahre her. Der hat das aber sehr ausführlich beschrieben. Und der andere, der ist, oh, ich glaube, fast 40 gewesen. Also ich weiß halt nicht, wann der eingezogen wurde, aber der war auch schon ein paar Jahre draußen. Wie gesagt, bei dem ist auch PTBS diagnostiziert worden. Aber ja, ich kann es dir leider, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das nicht nachgefragt. Ich wollte da auch nicht irgendwie näher drauf eingehen, weil ich wollte da nicht so taktlos sein und da irgendwie eine halbe Recherche drüber fragen, weil das ist finde ich, ein sehr schwieriges Thema. Und man merkt schon, wenn man mit diesen Menschen redet, was die da erlebt und was die da durchgemacht haben. Und umso schlimmer ist es dann halt für mich, wenn ich dann so einen Sefardum reden höre, der selber sowas noch nie gesehen hat, der selber noch nie Menschen sterben gesehen hat oder noch schlimmer, was dort Menschen angetan wird, der dann da so leichtfertig davon redet, in den Krieg zu ziehen, während er selber wahrscheinlich noch nie, noch kein einziges Mal irgendetwas in dieser Richtung erlebt hat. Und das hat mich sehr, sehr böse gemacht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich finde, die werfen damit Begriffen um sich, die sie gar nicht verstehen. Die gar nicht wissen, was macht das mit einem Menschen und was für Auswirkungen hat das auf einen Menschen. Ja, Ein bisschen definitiv, Deep Talk. definitiv. Also haben wir noch so ein erschütterndes Thema zum Schluss angeschnitten, aber muss ja auch sein. Also wenn es Leute gibt, die in der Art und Weise reden, dann muss man auch über das Thema in seiner Ernsthaftigkeit reden. Deswegen, also das machen die aber sehr gerne mit sehr starken Begriffen um sich schmeißen, also diese Woke-Bubble generell mit sehr starken Begriffen um sich schmeißen, die auch sehr emotional belastet sind und werfen damit rum, als wäre das, ich fahre jetzt mal zum Bäcker und gehe Brötchen kaufen, sondern es wird was Selbstverständliches. Und ich glaube, denen ist gar nicht bewusst, was sie da eigentlich von sich geben und von was sie da reden. Und das finde ich halt noch schlimmer. Das macht das halt für mich menschlich noch ekelhafter. Ja, auf diese traurigen Worte lassen wir, glaube ich, einen Talk enden. Oder wolltest du noch was sagen? Darf ich dir noch eine kleine Frage stellen? Ja. Mir wurde gesagt, dass du studierst Politik irgendwas. Stimmt das wirklich? Politik und VWL. Deswegen weißt du so viel. Wie gesagt, ich weiß gar nicht so viel. Ich finde schon, wie gesagt, ich finde das beeindruckend, weil für mich wäre das zu trocken. Ich bewundere Leute so, die studieren und die sagen, ey, das ist so mein Bereich. Für mich ist das viel zu trocken. Ich finde das schlimm, aber ey, wirklich klasse. Sorry, das wollte ich noch fragen, weil das neulich irgendeiner gesagt hat und ich habe dann gesagt, oh, ich will dich mal fragen, aber ich habe da irgendwie nie drüber nachgedacht und bin irgendwie nie dazu gekommen. Und ja, das wollte ich nur fragen, das war's eigentlich schon. Jo, war ein angenehmer Talk. Schön, dass du zu Gast warst. Können wir auch gerne mal wieder machen.
Vielleicht mal Ja, über ein sehr anderes gerne. Thema. Aber das ist ja gerade so aktuell. Du musst dich ja mit den Themen rumschlagen, die aktuell sind. Und wenn wir beide aus der Bubble angegangen werden, das ist, glaube ich, gut, dass man auch mal darüber redet. Ich glaube, wegignorieren hilft da nämlich nicht. Ja, das stimmt. Es tut mir auch leid, dass du auch so angegangen wirst, weil ich finde das generell schlimm, wenn Menschen so angegangen werden, ohne Grund und ohne Sinn und ohne Verstand. Ja. Lässt sich halt nicht verhindern. Also, wie gesagt, solange diese Menschen hier Hegemonie haben, können sie sich alles erlauben. Und das Einzige, was wahrscheinlich direkt helfen würde, ist, dass weniger wird, ist juristisches dagegen vorgehen. Und das können wir beide uns, glaube ich, nicht leisten. Ich arbeite darauf hin. Ja, Wenn mein Chat mir das zappen würde. in diesem Sinne, schaut also alle, die hier gerade zu Gast sind und vorher noch nicht bei Lucy abonniert haben, schaut gerne bei ihr vorbei. Ich werde auch gleich nochmal einen Shoutout in Chat machen, aber ihr findet sie bestimmt auch so. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal. Gut, vielen, vielen Dank für die Einladung. Chat, seid brav. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann. Ciao. Und Dankeschön.